Klick. Dann müsste Aufzeichnung laufen. Jetzt sind wir auf Sendung, Olli. Sind wir auf Sendung. Neues, also. Neues aus dem Untersberg. Da habe ich dich drum beneidet, als du mir das geschrieben hast. Ich denke, der Kerl. Aber nach Frankreich haben sie dich ja nicht reingelassen. Nein, nach Frankreich haben sie mich nicht reinlassen, erzähle ich dir gleich. Es ging ja so los, ich war am Montag und Dienstag war ich in Frankfurt am Main. Ja. Wo bist du denn jetzt? Bitte? Wo bist du denn jetzt? Wo du jetzt bist? Jetzt, aktuell bin ich in Berchtesgaden. Also nahe des Untersprachs. Ja, also in Frankfurt warst du. Dann war ich, zuerst mal war ich in Frankfurt, genau. Und von Frankfurt aus war dann so mein Gedanke, wenn es dann ans Abreisen geht von Frankfurt, weil ich hatte dann nur 2 Nächte gebucht, dann war ich mich schlau wegen Frankreich. Keine Minute früher, das war so mein Gedanke. Und so habe ich das dann auch gemacht. Ich habe dann ein bisschen zum Recherchieren angefangen, war dann bei Booking.com und habe mir da Zimmer rausgesucht und irgendwie bin ich dann aber, hatte ich dann den Gedanken, Mensch, ich will im Vorfeld erstmal noch schauen wegen den Mautkosten in Frankfurt. Und da habe ich dann recherchiert, da hätte mich dann die einfache Maut von Straßburg nach Relais-Château hätte mich dann knapp 170 Euro gekostet. Und das Ganze dann nochmal zurück. Also wären wir bei irgendwo knapp bei 350 Euro gewesen. Dann habe ich da schon mal die Nase raufgezogen, weil ich mit so horrenden Mautkosten nicht gerechnet habe. Aber ich habe mir gedacht, ja okay, mein Gott, es ist halt so, da werde ich dann wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Und jetzt wird es erst richtig interessant, weil in dieser Recherche mit diesen Mautkosten habe ich auch noch erfahren, dass es da Umweltzonen gibt in Frankreich. Und für diese Umweltzonen, da braucht man eine Vignette. Auch ausländische Fahrzeuge brauchen da eine Vignette. Ja. Dann ging es weiter. Dann habe ich nach dieser Vignette recherchiert. Dann die Vignette an sich kostet 3,11 Euro. Aber der Haken dabei ist, du kannst diese Vignetten auf der ganzen Welt nur bei 2 Online-Plattformen bestellen. Also man kann sie generell nur online erhalten und es gibt dann auch nur 2 Plattformen, wo die erhältlich sind. Und da geht es dann weiter, dass die Zustellung solch einer Vignette bis zu 3 Wochen dauern kann. Das war dann so der nächste Punkt und dann war es aber so, ich bin dann auf eine von diesen Plattformen gegangen und wollte das mal austesten, was man denn da alles angeben muss, weil da gibt es wieder verschiedene von diesen Vignetten, je nach Motor, je nach Alter des Fahrzeugs und so. Und dann wollte ich das mal eingeben, habe das auch eingegeben und dann habe ich dann auch die Richtlinien dazu durchgelesen. Jetzt ist es aber so, dass ich mit meinem Fahrzeug gar nicht nach Frankreich rein darf, weil das außerhalb dieser Richtlinien liegt. Ja, die machen es dir schon schwer, nach Montségur zu kommen. Und das war dann so, wo ich mir dann gedacht habe, ja, dann hatte ich noch eine Chance. Ich habe dann mal gegoogelt, was mich denn dann die Strafen kosten würden, wenn ich keine Vignette hätte und da trotzdem hinfahre. Dann die Strafe. Wenn sie einen aufhalten, werden sie mich aufhalten. Das wären 68 Euro gewesen. Aber der Haken da dabei ist, nehmen wir an, ich wäre 50 Kilometer in Frankreich gefahren, die hätten mich aufgehalten, ich hätte zuerst mal die 68 Euro bezahlen. Dann wäre durchaus eine rapide Steigerung da noch drin gewesen. Die hätten mich im Prinzip alle paar Kilometer aufhalten können und jedes Mal hätte ich 68 Euro zahlen müssen. Ja. Dann habe ich mir gedacht, muss ich denn wirklich unbedingt dahin? Nein, dann war es nämlich ziemlich schnell. Zumindest nicht mit dem Auto. Nicht jetzt und nicht mit dem
Auto. Dein Ton, das läuft irgendwie schlecht, Olli. Olli, der Ton ist ganz schlecht. Oder wenn ich vielleicht mal ein anderes. Olli, der Ton von bei dir ist ganz schlecht. Ja, was mache ich denn da? Ich bin hier über mein Passwort. Ja. Kann da jetzt aber auch nichts machen, Roland. Ja, weil das, auch das Bild von dir, das friert manchmal ein. Das ist also anders, wie wenn du das von zu Hause aus machst. Ich glaube, du musst vielleicht einfach ein bisschen ruhiger da sitzen bleiben. Und weil sonst ist das eben, weil gerade war das überhaupt nicht zu verstehen. Nur ich verstehe okay, das. Okay, dann halt. Weil ich, sag mal, ich verstehe das natürlich, sag mal, wenn solche Sachen da auftauchen, dann ist es wahrscheinlich am günstigsten, wenn du mit dem Pferd dahin reitest. Ja, erstens das. Oder halt dann zu einem späteren Zeitpunkt einmal irgendwie, wenn ich vielleicht mal ein anderes Auto habe oder hinfliegen oder mit dem Zug oder wie auch immer. Mit dem Zug, weil aber sagen wir, das ist ja viel günstiger, wenn du mit dem Zug dahin fliegst und leistest dir ein Auto. Wenn du mit dem Zug dahin fliegst, ich meine natürlich, wenn ja, du dahin fährst, leist ein Auto, das ist ja günstiger als die ganze Mautgebühr. Das werde ich dann sehen, wenn ich das nächste Mal anschaffe, den Angriff nehmen will. Und mein Gedanke war dann halt, nee, das muss jetzt alles nicht sein, weil ein Haufen Mautkosten, ein Haufen Strafe und dann trotzdem vielleicht noch mit einem Fuß trotzdem im Knast. Ja. Habe ich mal gedacht, nee. Ich sehe das so, der Untersberg hat gesagt, bleib mal erstmal hier, befasst dich erstmal damit. Das war dann gleich der nächste Gedanke, ja. Dann habe ich mal gedacht, dann fahre ich an Untersberg und da wollte ich ja sowieso auch schon lange. Ja. Ja, ist auch, das ist einer der Punkte, da möchte ich auch mal gerne hin. Ja, es ist, warst du noch gar nie so in der Berchtesgadener Gegend, oder? Ja, sagen wir zumindest nicht am Untersberg. Vielleicht war ich schon mal da in der Ecke. Ich war schon, bin schon oft da unten rumgegurkt. Aber das ist schon sehr lange her. Da kannte ich die Bedeutung des Unterbergs. Mhm. Ja, ja. Da hätte ich wahrscheinlich auf dem Unterberg einen Kaffee trinken können, hätte ich es nicht gemerkt. Super. Ja. Als ich da rumgefegt bin. So. Bist du denn auch im Untersberg drin gewesen? Nee, ich war am Untersberg dran, also ja, am Fuße des Untersbergs war ich. Das war gegenüber, ist ein anderer kleiner Berg, eigentlich ein Hügel im Vergleich zum Untersberg und das ist der Ettenberg. Und da war ich gestern in dieser sagenumwobenen Kirche und habe mir die angeschaut und allgemein mal da in dieses Feeling da ein bisschen reingeschmeckt. Was war das für ein Feeling? Das war mein Onkel, der war letztes Jahr oder vor 2 Jahren oder so, war der mal am Untersberg und dann hat er mal von seinem Feeling erzählt, was er da hatte. Und exakt das ganz Gleiche war es bei mir auch. Das war irgendwie so wie Heimkommen irgendwie so. Irgendwie ganz, so ein ganz geborgenes Feeling irgendwie. Also wirklich eigenartig. Ich tue mir da jetzt auch schwer, das zu beschreiben. Aber unterm Strich super geil. Ja, ich glaube schon, sagen wir, dass das total interessant ist, wenn man sich wirklich mal eine Woche oder 2 Wochen Zeit nimmt und treibt sich da so ein bisschen, vielleicht nicht so ganz in den Untersberg rein. Aber ich glaube schon, sagen wir, dass das ein ganz besonderer Ort ist. Weil der Untersberg, das soll ja, sagen wir, Deutschland ist ja das Herzchakra der Erde. So. Ja, und heißt es auch mal genau. Ja, ja, und der Untersberg soll ja genau das Zentrum sein. Ja. So nach diesem System, ne? Und ich kann mir schon vorstellen, genauso wie man eben im kreativen Quantenbewusstsein, wenn man vom Kopf ins Herz geht, ist ein anderes Gefühl, also ganz subtil. Und ich absolut, kann mir schon vorstellen, sagen wir, wenn man da am Untersberg ist, dass man das ganz deutlich fühlt, ne? So. Also auf jeden Fall, mir ging es dann so. Ich habe dann gestern auch das kurze Video gemacht bei mir auf der Timeline. Und es ist für mich war es beeindruckend, da diesen Untersberg direkt davor zu stehen und diesen ganzen Koloss da zu erleben. Ja. Aber auch vom Wetter her absolut optimal. Hätte gar nicht besser sein können gestern. Ja. Hast du auch schwarze Steine gefunden?
Nein, habe ich aber auch nicht danach gesucht. Weil die schwarzen Steine sind ja eine ganz enge Verbindung, in ganz enger Verbindung mit dem Untersberg. Ne? Und habe ich auch davon schon mal was gehört, ja, aber das fiel mir gestern nicht ein. Muss ja auch gar nicht. Ich glaube, ob das jetzt der Untersberg ist oder auch Montségur oder Rennes le Château oder so. Aber gerade Montségur, ich hab ja Kontakte auch zu einer Katarerin, sag ich mal. Oh, interessant. Ja, ja. Sagen wir schon ganz. Die wird schon sehr über die Informationen von dir, dass du da erstmal mit Raubrittern unterwegs zu rechnen hat, die sie erstmal ausrauben, wie also im Mittelalter auch. Heute heißt es dann eben Mautgebühr, ne? Ja. Weil das ist ja reines Raubrittertum. Ne? Ja, natürlich. Und wenn das erstmal in Deutschland auch so kommt, sagen wir, wenn du erstmal von Essen bis Dortmund 500 Euro bezahlen musst, dann bleiben die Leute alle zu Hause. Dann passt das schon. Ja, genau. Und sagen wir, dass das eben, ich glaube schon, sagen wir, dass man sich darauf einlassen muss, wenn man zu Untersberg fährt oder auch nach Montségur. Und wenn man muss aber schon so einen Background haben. Zum Beispiel, wenn man nach Montségur fährt, die meisten Leute meinen ja, die Burg, die da auf Montségur steht, das wäre die Burg der Katarer. Ja, das ist aber nicht die Burg der Katarer. Genau. Sondern das ist die Burg, die haben sie ja, sagen wir, die wirkliche Katara-Burg, die haben sie ja eingeebnet. Also als die letzten verbrannt haben da und dann haben wir endlich mal Ruhe hier und für die Zukunft werden wir mal Mautgebühr machen, dann kommt da keiner mehr hin. So. Und darauf hat ja der französische König die Burg gebaut und die Ruinen, die da sind, das sind die Ruinen der Burg, die der französische König gebaut hat. Und das nur als Information, nicht, dass du da irrige Annahme machst. Aber du bist doch auf einer Kundentournee, oder was machst du? Ich war in Frankfurt, da hatte ich 2 Termine mit Kunden, ja. Und ich hoffe nicht die EZB. Nee, so weit ist es dann nicht. Nee, jetzt hier in Berchtesgaden, soweit steht erstmal nichts an. Ich fahre jetzt auch morgen, geht es weiter in die Tschechei. Da steht auch nichts an, weil ich will jetzt auch ein bisschen Ruhe haben. Ich habe angefangen mit meinem Buch. Ja. Was willst du denn in die Tschechei? Ich war da vor 10 Jahren. War ich schon mal da in einem ganz tollen Wellness-Hotel. Fahren ist mir das einfallen. Da fahre ich jetzt hin, da kann ich einfach ein bisschen Ruhe genießen auch. Also merkst du eigentlich, Olli, dass dein Leben genauso verläuft, wie wir uns letztes Jahr unterhalten haben? Ja, definitiv, Roland. Ganz genau so ist es, ja. Genau so, wie wir uns letztes Jahr im letzten Drittel oder im letzten Viertel des Jahres unterhalten haben, als du den leisen Ruf verspürt hast. Ja, genau. Das ist genauso entfaltet. Also an das habe ich jetzt neulich auch öfters einmal denken müssen. Da haben wir gedacht, schau an. Wenn man da tatsächlich wirklich am Ball bleibt und sich das nötige Wissen aneignet, was man braucht für sein Vorhaben, dann tritt es ein. Genauso wie besprochen, ja. Ja, weil auch, was du gerade sagtest, also sagen wir, ich habe da sofort dran gedacht, als wir uns letztes Jahr unterhalten haben, als du noch gedacht hast, das wären so Hirngespinste. Als sich der leise Ruf gemeldet hat, ich muss mal auf eine Tournee. Weil ich damit nichts anfangen konnte, genau. Ja, und als du das, also wir haben uns das schon letztes Jahr darüber unterhalten, mit dem Buch, was ja jetzt die ganze Zeit, ich sag mal so im Hintergrund, in deinem heiligen Raum immer am Rumschweben war. So. Und da haben wir uns da letztes Jahr schon unterhalten, dass es doch ganz gut wäre, wenn du mal irgendwo hinfährst und dich mit dem Buch befasst. Ja. Ja, so. Da spielte die Tschechei oder so überhaupt keine Rolle in unserem Gespräch. Wo ist ja auch Schnurz? Aber dass du irgendwo hinfährst und dich mit dem Buch befasst. Und jetzt bist du auch nicht dahin. Es ist auch exakt so, wie wir damals besprochen haben, weil jeden Tag mit
2, 3 Kunden, immer ein bisschen arbeiten und dann den Rest vom Tag mich mit dem Buch befassen. Das war ja das Ziel. Und exakt so ist es. Ja, und sagen wir, dann wird auch im Laufe des Jahres, dann wird es also eine Neufassung von deinem Buch geben. Da bin ich von überzeugt. Ja. Weil ich ganz überrascht war, als ich vorhin in der Ankündigung bei Facebook von dir gesehen habe, dass auf einmal dein Buch wieder auf dem Tisch auftaucht. Ja. Ohne, dass wir uns darüber unterhalten hatten. Ne? Dann ist es ja wieder in deinem Bewusstsein viel mehr in den Vordergrund gerückt. Dann. Ja, auf jeden Fall. Ich habe in Frankfurt, habe ich schon angefangen, da 2, 3 Stunden was zu schreiben. Und das hat sich fantastisch angefühlt, weil das fühlt sich jetzt so an, dass ich richtig guten Wert liefern kann, so wie wir auch mal gesprochen haben, wenn ich zum ein oder anderen Tipp dann meine persönlichen Erfahrungen da dazu ausschreiben kann. Das macht es natürlich dann für einen Leser wirklich wertvoll. Ja, damit kann auch für dich, ich glaube, dass du dich mit der Neufassung des Buches viel sicherer fühlen wirst. Auf jeden Fall, Roland. Das sind nicht einfach theoretische Informationen, genau, sondern das ist authentisches Sein von dir. Ganz genau. Und so fühlt sich's auch an. Das ist, genau so ist es, ja. Und das wird, sag mal, ich freue mich auch schon darauf. Ich habe mir auch überlegt, ich könnte ja jetzt auch erstmal hier bleiben, da in Berchtesgaden. Aber ich merke, mich zieht weiter. Achte ein bisschen auf deinen Ton, Olli. Möchte ein bisschen weiter. Ich bin hier völlig abhängig anscheinend von meinem Hotspot. Ja, klar. Sag mal, das macht aber nichts. Sag mal, also, so ein paar kleine Verzerrungen, die sind ja normal in unserem Alltag. So, viele laufen ja den ganzen Tag so verzerrt durch die Gegend. Ja, das stimmt auch wieder. Gell? Ja, sag mal, so in der letzten Zeit, sag mal, tauchte auf einmal, ich bin da gerade bei, als ich darauf gewartet habe, nicht darauf gewartet, also sag mal, weil wir gesagt haben, wir machen um 11 Uhr den Podcast. Ich bin dabei, neue Grafiken zu machen für ein Video. Weil ich in der letzten Zeit, es tauchen ja bei mir, so wie dein Buch immer wieder auftaucht, tauchen bei mir auch immer so Themen auf einmal auf. Für wie? Mhm. Die tauchen auf einmal auf, ne? So, aus Gesprächen, aus Telefonaten mit irgendwelchen Leuten. Und dann ist dieses Gefühl der inneren Leere aufgetaucht in der letzten Zeit. Mhm. Okay, interessant. Wenn sich leer fühlen und meinen, sie müssen von außen was reinholen. Mhm. Wenn ich aber mal von dir, sag mal, wer den heiligen Raum kennt, also den individuellen Anteil des Quantenraumes, der weiß, dass diese Leere ganz schön groß ist. Da kann ich ganz schön viel reinpacken. Vor allem, wenn ich nicht weiß, wenn ich immer wieder meine, hier ein Stückchen, ein neuer Flachbildschirm, happy. Und dann, was weiß ich, zu Noten eine Pizza bestellt, erstmal happy. So. Und dass die meisten Menschen einfach verwechseln, dass diese innere Leere keine Leere ist, sondern dass das gleichzeitig die unendliche Fülle ist. Das ist ja im Grunde genommen der Zustand der reinen Präsenz, wo wir schon im Mutterleib drin sind. Weil das aber völlig vergessen wurde, sind die meisten Menschen da erstmal strubbelig und suchen hier. Und ich habe dann auch vorhin mich dann informiert, wie man diese innere Leere los wird und bearbeitet. Das ist ungefähr so, als wenn ein Kirschbaum endlich irgendwann mal merkt, dass es ein Kirschbaum ist. Und dann sagt, das muss ich aber loswerden. Das ist genauso bescheuert. Ne? Dass aber dieses Thema auftaucht, glaube schon, dass das mit der Zeitqualität zu tun hat. Ich schätze mal, am Untersberg kann man das super fühlen, so wie man das kennt. Kann ich so nicht sagen, weil ich keine innere Leere verspüre. Ich wollte dazu gerade was sagen. Wenn ich merken würde, ich hätte innere Leere irgendwie, wäre mein Tipp dazu, fang an, Menschen mit deinem Wissen zu unterstützen. Und dann ist die Fülle oder die Ausgefülltheit von ganz allein. Ja klar, sagen wir aber, diese innere Leere, die meisten Menschen verwechseln das. Sag mal, ich merke das bei dir. Ja. Du gibst der inneren Leere negatives Vorzeichen. Das ist nichts Negatives, das ist das Positivste, was es gibt. Weil im Grunde genommen, sagen wir, alles, was bei dir entsteht, jetzt seit letztem Jahr, das kommt ja aus der inneren Leere, aus der Leere, wo der Einstein gesagt hat, alles ist Leere im Grunde und alles, was es gibt, ist nur mehr oder weniger verdichtete Leere.
das, was du jetzt erfährst, das ist ja aus der Lehre entstanden. Oder wie der Buddha gesagt hat, Lehre wird zur Form. Also so einer Fahrt in der Tschechei zum Beispiel. Genau. Und Form wird dann irgendwann wieder zur Lehre. Die löst sich wieder auf. Aber das ist der Urgrund. Das ist überhaupt kein Grund, um zu sagen, jetzt muss ich loswerden, sondern zu erkennen, was ist es überhaupt? In dem Moment, sagen wir, wenn ich mich jetzt am Untersberg hinsetzen würde, was ich gerne machen würde, aber wenn das Wetter gut ist, so, wegen der Tasse Kaffee nicht, dass es mir da einfriert. So. Und ich sitze da in dieser Leere. Das ist die Leere im kreativen Quantenbewusstsein, die reine Präsenz. Und die loszuwerden, ist echt bescheuert. Anstatt zu sagen, aus dieser reinen Präsenz kann ich aus der Bibliothek sagen, okay, ich mache eine Bewusstseinseinheit, ich kann es auch bewusst machen, so wie was bei dir einfach so geschehen ist. Ich mache eine Bewusstseinseinheit, Etikett drauf, fahrt in die Tschechei. So. Atme ein, atme aus, dann bin ich drin. Dann bin ich nicht mehr leer, sondern total erfüllt. Das ist die Lehre, die gleichzeitig totale Erfüllung enthält. Da gibt es gar keinen Grund, die loszuwerden. Weil das ist im Grunde genommen das Bastelmaterial, wo alles raus entsteht. Ne? Naja, auf jeden Fall ist das so aufgetaucht. Und das passt eigentlich gut, das passt auch gut zum Untersberg, weil das hat immer mit Zeitqualitäten zu tun. Ja. Weil in diesem Raum, in dieser inneren Leere, da gibt es keine Zeit. Dann haben die Menschen so das Gefühl, lalalalalala, alles Paletti und trotzdem nicht alles Paletti. Ne? Und wenn ich eben identifiziert bin, hast du ja gemerkt, mit Mautgebühren und allem Kram, dann bin ich sehr in der Zeit gebunden. So. Und ich glaube schon, dass es auch mit der großen Zeitqualität zu tun hat, so wie sagen wir, mit dem Erdmagnetfeld und auch mit so Sachen wie mit Sonnenstürmen. Ich gucke ja oft auf diese ganz großen, auf das ganz große Bild, weil das wird dann total einfach. Weil es war ja in den letzten 2 Tagen, das war ja ist auch durch die Presse gegangen, so, dass da so ein Sonnensturm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, ich habe das schon, irgendwo habe ich es gelesen, ich glaube bei Facebook oder was, ja. Aber auch nur die Überschrift habe ich da gelesen. Ja, ja, dass in den letzten, am 14. und 15. März, dass eben ein größerer Sonnensturm, sag ich mal, die Erde trifft. Ne? Und so ein Sonnensturm, das ist ja eben nichts, das ist ja nichts, sagen wir, wie ein Sturm, in Norddeutschland oder Nordsee. Ja, ja, das ist natürlich was völlig anderes. Das ist ein elektromagnetischer Sturm. Das ist ja viel mehr wie so ein EMP-Impuls oder sowas. Ne? Ja, ja. Und das dann eben, natürlich wird das alles sofort aufgebauscht. Ich glaube, bei Pro7 oder wo das war. Also diese ganzen Sender da, wenn in Deutschland ein halber Zentimeter Schnee liegt, ist Schnee. Ja, ja, Schneekarol. Ja, ja. Und wenn du rausgehst und die Haare fliegen im Wind, dann ist sofort Orkan. So. Und da habe ich auch jetzt gesehen, jetzt ist Grippewelle, Engpässe in Deutschland. Ja, ja. Also diese, wo die mittelschweren Übertreibungen dann laufen, wo man sich eigentlich nur durch irgendwelche Glitzergifts retten kann bei Facebook. So. Und Katzenbilder. Ja, und Katzenbilder sowieso. Und Smileys, die Herzchen verschenken. Na, so, das wird sowieso noch retten. Und auf jeden Fall, sag mal, ich habe dann darauf geachtet, sag mal, weil solche elektromagnetischen Felder, sag ich mal, wenn die Erde treffen oder Sonnenstürme, das hat immer Auswirkungen. Da gibt es ja ganz interessante Studien auch vom Hartmessen. Und waren irgendwelche Auswirkungen? Hast du da was mitbekommen? Ja, ich hatte Kopfschmerzen. Ja, weil sag mal, wenn solche Sonnenstürme, sag ich mal, die Erde treffen, das macht sich bei Menschen, die feinfühlig sind, auch die wetterfühlig sind oder so. Die merken das dann schon. Sag mal, ich merke das ja auch, sag mal, wenn sich das Wetter sehr stark ändert, weil ich habe mir den zweiten Halswirbel mal gebrochen. Der ist wie so. Ja, das hast du mal erzählt. Ja, ja, sag mal, und weil das genau da ist, wo der Hauptnervenstrang hergeht, ist das wie so ein Bimetall, sag ich mal. Natürlich dehnt er sich nicht um einen halben Zentimeter aus, dann würde ich wahrscheinlich abheben. Ja. Das braucht man nur, was weiß ich, ein tausendsten Millimeter sein oder ein zehntausendsten Millimeter, dann drückt ihr da auf irgendwelche Nerven, dann merke ich das, Kopfschmerzen. Und ich habe da in den letzten 2 Tagen drauf geachtet, ich habe so letzte Nacht gemerkt. Ich bin letzte Nacht wach geworden vor Kopfschmerzen. Was sehr, ganz selten ist. Ne? Und ich glaube schon, dass das eben Auswirkungen hat, weil eben diese Sonnenstürme, die wirken sich auf die Psyche der Menschen aus. Inwiefern? Zum Positiven oder
zum Positiven oder zum Negativen. Das gibt es ja vom, kann man sich auch im Internet angucken, wen das interessiert, der soll einfach googeln. Vom Hartmess-Institut gibt es auch in Deutsch. Weil die haben da, sagen wir, dass es wirklich so Korrelationen gibt, wenn man sich die letzten Jahrhunderte anguckt, sagen wir so diese wirklich großen Sonnenstürme, auch zu großen Ereignissen. Oftmals zu Kriegen, immer, dass die ganze übereinanderlegen, die Kurven, aber dann eben auch zu Veränderungen, auf jeden Fall Veränderungen im Bewusstsein. Sagen wir, wo es ja im Grunde genommen, sagen wir, ob das jetzt positiv oder negativ ist, das ist eine Bewertung von uns. Auf jeden Fall, dass die wirklich großen Sonnenstürme, die sie heute nachhallen können, dass sie immer in Korrelation stehen mit irgendwelchen gravierenden Veränderungen. Und klar, sagen wir, im Grunde genommen sind wirklich große Sonnenstürme, die sind ja schon längst überfällig. Vielleicht ist bei mir auch gerade irgendwie ein Sonnensturm da mit meinem Hotspot. ja, genau, das kann sogar sein. Weil eben solche, ja klar, das kann sogar möglich sein. Weil, sagen wir, die Auswirkungen, die sind dann eben auch auf alle elektrischen Geräte. Ne? Und wahrscheinlich ist es die Nähe zum Untersberg. Ich gehe einfach davon aus. Ich habe gestern von einer Facebook-Freundin gelesen, die hat eine, ich glaube, das war wie so eine Art Brausetablette in ihr Glas Wasser rein. Also war irgendwie Wasser, Mineralwasser drin. Hat sie die Tablette rein, dreht sich um, macht irgendwas, zerreißt ihr das ganze Glas in 1000 Scherben. Ja. Die hat so Dusel gehabt, dass keine von den Scherben sie verletzt hat und so. Ja. Die hat dann ein Bild gemacht, er hat ausgeschaut. Ja. Dann haben wir gedacht, oh, das ist auch spooky. Ja klar, weil sagen wir, ich habe mich in der letzten Zeit bearbeite ich ein paar tolle Bücher. Ich weiß nicht, kennst du den David Peat? Nein. Der David Peat ist ja einer von den, ich sag mal, von den führenden, von den ganz großen Physikern, sagen wir so wie der John Wheeler oder so, die sich also erstmal, sagen wir, mit dem Quantenfeld, mit Quantenmechanik, mit der Chaostheorie, mit der Ordnung hinter dem Chaos und solche Sachen befasst haben. Und sagen wir, da kommt mir immer mehr, je mehr ich mich eigentlich damit befasse, desto mehr muss ich eigentlich feststellen, alles, was wir gelernt haben, ist Quatsch. Aha, okay. Ja klar, es wird ja oft, aber nicht nur in der Spiritualität, auch wenn es um Bewusstsein geht, um Aufwachen, um das ganze Thema, nichts ist so, wie es scheint. Kennt ja jeder, kennen ganz viele zumindest, ich sag mal, aus der ganzen Aufwachungsszene da. So. Ja. Kennt jeder den Spruch, nichts ist so, wie es scheint. Aber den meisten ist gar nicht klar, glaube ich, dass es stimmt. und zwar, sagen wir, dass zum Beispiel, das wissen auch viele nicht. Zum Beispiel, das hat mich auch total überrascht, dass dieses Ursache-Wirkungsprinzip, was ja auf Newton beruht, dem Abfall von nach unten, dass das schon längst von der Physik her bewiesen ist, dass es nicht stimmt. Aha. Wo ich dann erstmal die Seiten mehrmals gelesen habe mit meinen ganzen Leuchtstiften, da kann sowieso keiner mehr lesen. Und das stimmt nur so lange, auch diese ganzen Flugbahnberechnungen, von zum Beispiel von Kanonenkugeln oder von Tennisbällen. Ja. Dass die nur immer so lange stimmen, dass das eigentlich so Annäherungen sind, totale Vereinfachungen. Und je mehr kleine Faktoren man dazu holt, umso mehr merke ich, alles ist mit allem verbunden und nicht Ursache und Wirkung. Mhm, okay. Und naja, das sind so Sachen, die mich in der letzten Zeit befasst haben, dass eben auch unser Leben, zum Beispiel deins, da kann man es deutlich sehen. Ich weiß, frage mich nicht, warum ich das immer sehe. Ich mache mir da keinen Kopf drüber. Dass sie im Grunde genommen, sagen wir, der Sinn, die Sinnhaftigkeit auf einmal sich fokussiert auf eine Fahrt in die Tschechei. Das ist aber nicht, wo wir normalerweise so oberflächlich meinen, ja, ich bin losgefahren in Mindelheim und dann da in Ursache und Wirkung, immer so eins am anderen. Dass es aber viel mehr so funktioniert, wie kennst du diese 3D-Bücher, die es mal gab? Das magische Auge und sowas in den
Vor 20 Nein, nee, ich glaube auch nicht mehr. Das waren also Bücher, wo du nur so wie ein Hologramm ist ja kein Bild, sondern ein Hologramm ist einfach so ein Muster, so ein ganz chaotisches Muster, das sieht total chaotisch aus. Und da gab es also in den 90er Jahren mal das magische Auge, heißen die bekanntesten Bücher, hat die natürlich damals sofort. Und zwar sind da nur so Punkte drauf. Und wenn du da drauf den Blick drauf fokussierst, dann erscheint auf einmal ein 3D-Bild, ein Aquarium mit Fischen, solche Sachen. Ja. Und dass im Grunde genommen so Leben funktioniert. Das passt also genau zu der Chaos-Theorie. Und sagen wir, gerade bei diesen Büchern, da kann man, das ist wirklich, wenn diese Bücher jemand kennt, kann ich nur jedem empfehlen. Weil das eine ganz tolle Analogie ist, wie eigentlich unser Leben entsteht. Zum Beispiel deine sitzen jetzt hier am Untersberg oder die Fahrt in der Tschechei, wo du dich mit deinem Buch befasst. Im Grunde genommen hast du die ganze Zeit, auf einmal letztes Jahr, einen ganzen Haufen Punkte tauchen auf einmal so auf, die gar nicht zusammengehörig scheinen im ersten Moment. So wie bei diesen Büchern, wenn du auf so eine Seite drauf... Absolut bestätigen, genau, ja. Wenn du auf so eine Seite drauf guckst, von so einem Bild, zum Beispiel gibt es ganz tolle Bilder von so einem Aquarium mit Fischen, das ist wirklich dreidimensional, es erscheint auf einmal, weil ich diese Bücher damals genutzt habe, so Ende der 90er Jahre war das, einfach um abzuschauen, weil dann kommst du total aus dem Denken raus. Mhm, okay. Sag mal, du guckst auf einmal auf dieses normale Blatt mit diesen Punkten und auf einmal kippt das um, klack. Und dann siehst du auf einmal, aber die Farben sind schöner, wie die Farben, die wir so sehen. Es erscheint auf einmal ein dreidimensionales Bild, sprich eine dreidimensionale Welt. So, und wenn du dir jetzt dein Leben anguckst, letztes Jahr, sag ich mal, wäre es ein Blatt gewesen. So, und einen ganzen Haufen Punkte, wo du gar nichts erkennst. Oder sagen wir von mir aus, wo du angefangen bist mit der Facebook-Strategie, hier ein Punkt, da ein Punkt, da ein Punkt auf dem Blatt. Was sich immer mehr verdichtet hat. Die Punkte sind immer dichter geworden. Und dass du deinen Blick drauf fokussiert und auf einmal klack. Ja. Dieses Bild auf. Kann ich absolut bestätigen. Und du bist auf einmal jetzt im Aquarium. Weißt du, wie ich meine mit dem Bild vom Aquarium? Bist auf einmal im Aquarium auf dem Weg in die Tschechei. So. Und sag mal, ich habe die ganzen Bücher damals verschenkt oder ich weiß gar nicht, was ich damit gemacht habe, weil das wirklich, das hat mich damals schon, da habe ich das damit nicht in Verbindung gebracht, sondern weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich mich darauf fokussiere und das Bild kippt um in dieses dreidimensionale Bild, dann bin ich also nicht mehr im Denken. Ich habe die auch nicht damals genutzt zum Abschauen. So. Und dann ist mir aber jetzt eingefallen durch das mit dem David Peat von dem Chaos, weil der auch sagt, es liegt an dem Sinn, der dahinter steckt in den Punkten. So wie bei dem Bild ist der Sinn eben dieses Aquarium. Da gibt es eben auch andere Landschaften oder irgendwelche tollen Herzchen, die auf einmal so rumschweben. Da bist du aber da drin in dem Bild. Das ist wirklich so, wenn man diesen Zustand halten kann. Wie das so bei mir ist, habe ich natürlich damals nicht nur mal eine Woche damit rumgespielt, sondern war mein ständiger Begleiter, diese Bücher. Dann ist es wirklich. Hast du das so einen Zustand halten können? Sag mal, normaler, in dem Moment, wenn du anfängst zu denken oder wenn du sag mal, den Fokus veränderst, bist du sofort raus. Dann klappt das. Ja, dann bist du raus. Ich ein bisschen damit vergleichen, da gibt es doch diese Bilder, diese Dreiecksbilder. Links ein rotes Dreieck, rechts ein blaues Dreieck. Und wenn du da zeitlang drauf schaust, denken ausschaltest, dann wird es ein lilanes Dreieck. Ja, eben. Dann trifft sie das in der Mitte. Dann trifft sie das in der Mitte. So, und bei diesen Bildern, ich sag mal wirklich, das hat was damit zu tun, wie du den Fokus halten kannst. Nachher war das wirklich so, sagen wir so, ich habe mich dann einfach irgendwo auf den Stuhl hingesetzt und sag mal, es gibt da so ein ganz tolles Bild mit Rosen. Dann hast du das Gefühl, die Rosen schweben so durch die Gegend. Und weil ich das oft genug gemacht habe, wenn ich dann den Fokus halten kann, hatte ich wirklich das Gefühl, ich sitze auf dem Stuhl. Das ist ganz real. Die Farben sind schöner, als wenn du im Park sitzt. Und ich saß da so rum und ringsrum schwebten auf dieser Ebene die Rosen. Bist du auch geschwebt? Ja, das hat was damit, den Fokus zu halten. Und dann habe ich so gedacht, weil es ja oft gesagt wird, ich sag mal, dass unsere Welt, dieses Dreidimensionale, was wir erfahren, dass es eben Hologramm ist. Ne? Ja. Das wir aber nicht merken. Das fiel mir auf, ich weiß gar nicht, wie ich von dem David Peat wieder auf diese Bücher, ne,
gestoßen bin, die ich mir schon wieder bei Amazon bestellt habe. Die gibt es nämlich heute ganz günstig. Und dass unsere Welt viel eher so aus dem Sinn, alles ist mit allem verbunden. Wenn du dir jetzt, sagen wir, die einzelnen Punkte, die du in den letzten 2 Jahren auf deinem Lebensplatz, sag ich mal, gemacht hast, hast du an keinem einzigen Punkt einen Kopf gemacht. Aber der Sinn, der dahinter stand, war immer, dein Leben zu leben. Das war der Sinn, der dahinter stand. Ganz genau. Einzelnen Punkt, egal ob du ins Fitnessstudio gegangen bist, ob du, ich sag mal, in deinem persönlichen Umfeld, nicht in deinem persönlichen, in deinem individuellen, ob in deinem individuellen Umfeld auf einmal, ich sag mal, Menschen rausgegangen sind, neue sind dazugekommen. Bei jedem kleinen Punkt steckt ja immer der Sinn dahinter. Ich will authentisch mein Leben leben. Ganz genau. Das steckt da dahinter. Und irgendwann das immer so, als wenn du den Blick fokussiert hättest, wie bei diesen Bildern, tauchte immer mehr dieses 3D-Bild auf. Ja, nur bei absolut. Bei dir ist eben kein Aquarium, keine Rosen, bei dir ist es eben die Fahrt nach Montségur. Das fing ja schon an, wo du in Wien warst. Das war ja schon verblüffend genug. Also in Österreich, du warst ja nicht in Wien, sondern in Österreich Tour. Das war ja nur ein paar Wochen nach unserem Gespräch. Im Grunde genommen, wenn ich das wieder so sehe, hast du auf dein Blatt geguckt mit den ganzen Punkten und dann tauchte auf einmal, schwupps, die Fahrt nach Österreich auf. Was mir da jetzt aber auch gerade auffällt, das ist, ich glaube, das ist ziemlich nützlich, wenn man das auch ausspricht, wenn man mit drüber redet, mit jemandem, anstatt dass man sich das immer wieder denkt und selber vorstellt, zusätzlich mit jemandem drüber sprechen, einfach das gesprochene Wort. Ja, klar. Glaube ich, das ist nochmal so ein Push, dass es schneller soweit ist. Ja, klar, weil im Grunde genommen, sagen wir, das ist ja ganz altes schamanisches Wissen. Worte sind Magie. Die Werbung weiß das. Ja, ja. Ich sag mal, die Werbung und die Leute, die sagen wir, die Manipulation machen, die wissen das. Die wissen das, wie wichtig Worte sind. Nicht zum Beispiel Verschwörungstheoretiker. So. Ja. CIA hat sich. Gibt es auch diesen Herrn da mit seiner Wortkraftschwingung? Mir fällt jetzt ja bloß der Name nicht ein. Ja. Gibt es auch ein paar tolle Beiträge bei YouTube? Ja, ja, klar. Sag mal, Worte sind Schwingung. Ne? Das merkt sofort jeder, das kennt ja auch jeder, sagen wir, die meisten sehen es aber eben so fragmentiert, wie der Professor Mausel das macht. Die bringen eben den Masara Emoto mit seinen Wasserbildern nicht in Verbindung mit Worten. Obwohl diese schönen Kristalle ja aus Worten entstehen, zum einen aus Hass und zum anderen aus Liebe. Wenn das Wasserglas da drauf, da ist es sichtbar gemacht, dass das Schwingungen sind. Und sagen wir, ist so eigentlich im Grunde genommen ist es total einfach, wenn man es merkt. Sag mal, wenn ich mir Schamanen angucke oder das Wort Om oder die heiligen Worte, die Jesus verwendet hat im aramäischen Vater Unser, die hat eine ganz bestimmte Schwingung. Und sagen wir, nur in unserem Alltag merken wir das nicht. Und deshalb ist es eben so wichtig, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, so wie wir das heute auch gemacht haben. Oder wie du dich mit anderen Menschen darüber unterhältst und sagst, ja, das ist es, ne? So. Und in dem Moment ist es also so, ich sag mal, als wenn ich die innere Form anfange in Zement zu gießen, dass es sichtbarer wird. Ne? Ja. Immer mehr und immer mehr. Und auf einmal bist du auf der Fahrt in die Tschechei. Hätten wir noch nie im Leben, wärst du auch nicht drauf gekommen, jetzt zu nachdenken. Wenn du damals hingest, wo werde ich wohl mit meinem Buch sitzen? Das letzte wahrscheinlich, wo du drauf gekommen wärst, wäre das Wellnesshotel in der Tschechei. Wahrscheinlich, ja. Sondern irgendwelche Hirngespinste, ich sitze dann im Prater in Wien oder was der Geier, irgendwo so. Und auch wie sehr du das immer mehr verbindest, ich sag einfach mal Kundenbesuche mit deiner Entfaltung, mit dem Buch. Ja. Es ist wirklich, manchmal ist es wirklich faszinierend, wie sich dann die ganzen Sachen ergeben. Ja. Es gibt irgendwo einen Auslöser, wenn man den dann verfolgt, damit tut, dann entsteht ein Weg. Ja. Und so wie es immer heißt, der Weg entsteht beim Gehen. Ja, klar. Genau so ist es. Ja. Man muss nur mal anfangen. Ja. Wird am Anfang nicht einfach sein, ganz klar. Das kommt darauf an, was ich unter einfach verstehe. Das liegt dann in den Erwartungen, die ich habe.
Das liegt an den Erwartungen Wenn von deinen Kunden die Menschen erwarten, okay, ich mache 6 Wochen mit dem, ich sage jetzt einfach mal eine Zeit, ich mache 6 Wochen mit dem Olli in Coaching und dann ist der Bill Gates ein Schiss gegen mich. So, wenn ich mit diesen Erwartungen da rangehe, oder von mir aus, muss ja nicht Bill Gates sein, sagen wir, um im Bereich vom Internet zu bleiben, Steve Jobs. So. Und sagen wir dann, wenn ich mit den Erwartungen rangehe, dann ist es schwer. Wenn ich aber nur einen Schritt mache, dann ist es leicht. Ja. So. Und sich über jedes Zwischenziel freut. Und ja, nicht dieses Zwischenziel kleiner macht, wie es ist. Ja. Dass man sagt, scheiße, jetzt bin ich noch nicht weiter, ich bin noch nicht am Ziel. Ja. Warum geht denn das nicht weiter? Sondern wenn man sich tatsächlich freut. Und da reicht ein Abend. Wenn man sich einfach mal einen schönen Abend macht, irgendwas gönnt und ja, einen Herrgott, einen guten Mann sein lässt, sage ich jetzt auch mal, ja, und dann am nächsten Tag weitermachen mit dem nächsten Tag. Ja klar, sag mal, versauen sich das ganze Unterbewusstsein. Im Grunde genommen, sagen wir, das übersehen viele, sagen wir, die Schwingung, die Macht von Freude. Mhm. Wenn ich mir jetzt sagen, also, du bist ja wieder das beste Beispiel für mich, was ich eben so live erlebt habe. Wenn ich so 2 Jahre oder so zurückgucke, was für eine Freude du hattest, was für ein Erfolg es für dich war, den du auch so genossen hast, wenn du anstatt 6, 7 Klicks hattest, sag ich jetzt mal. Ganz genau. So. Ich weiß noch, wie begeistert du mir davon erzählt hast. Ich sag mal, der Bill Gates hätte auch nicht begeisterter sein können, weil er seine erste Milliarde gemacht hat. Ja. Das hat damit gar nichts zu tun. Und das wird, sag mal, wenn jetzt jemand von deinen Kunden, wenn der anfängt, dass der, ich sag mal, jeden kleinen Erfolg, was die Folge ist von dem, was er gemacht hat. Ganz genau. Wenn er das feiert. Und das wert zum Schätzen. Einfach mal dankbar dafür zu sein und sich drüber zu freuen. Ja, ja klar. Statt die ganze Zeit zu mosern, dass es nicht schnell genug geht. Ja klar, du hättest ja damals auch sagen können, so ein Mist, wenn du anstatt 5, sag ich mal, 7 Klicks hattest. Natürlich hättest du auch sofort sagen können, so ein Mist, er 7 Klicks, ich hätte gerne 20. Ja. Dann hättest du 20, genau. So ein Mist, ich hätte gerne 50. Dann bin ich immer in der Unzufriedenheit und dann kostet das immer im Mangel, ja. Und es kostet immer mehr Energie. Und durch das versaust du dir dein Unterbewusstsein. Ja, ja klar. Programmierst falsch. Ja klar, weil in dem Moment, wenn ich, wenn ich von 5, wenn ich mich bei 7 Klicks, sag ich mal, freue, das wirklich auch als Erfolg von mir aus auch aufbausche. Ja. Coolsmäßig. Und dann schreibst du es vielleicht sogar noch auf. Ja klar. Sahnehäubchen dazu. Ja klar, weil ich sage ja, Zeit zum Nehmen und zum Notieren. Ich bin auf einmal in einer Positivspirale drin. Ja. So, es läuft. So. Und sonst kann ich immer, wenn ich bei 20 unzufrieden bin, dann immer, es läuft noch nicht, es läuft noch nicht, es läuft noch nicht. Dann kann die Spirale, dann ist es eine Abwärtsspirale. Und ganz genau, wenn der Fokus da drauf liegt, ja? Ja, und es kostet immer mehr Energie. So ist es aber so, als wenn von innen der Korken gelöst wird und dann freust du dich, bei 7 klatscht, die Quelle sprudelt. Genau. Mit 10 sprudelt und mehr. Ganz genau. Nur so komme ich natürlich in den Fluss des Lebens. Nur so komme ich im Floh, nicht andersrum. Nie mehr. Geht nicht. Und sagen wir, das ist eben im Grunde genommen, deswegen freue ich mich schon auf das Buch. Weil ja, ich mich auch, Roland. Es ist jetzt halt wirklich an der Zeit, dass ich da weitermache. Ja klar, weil in diesem Buch sind ja unsere ganzen Gespräche und unsere Podcasts, das fließt ja alles da rein. Und ich schätze mal, dass das auch für, sagen wir, dass du auch deine letzten 2 Jahre immer klarer sehen wirst. Auf jeden Fall. Ja. Das ist doch immer das, wow, so habe ich es noch gar nicht gesehen, ne? Mhm. Weil in dem Moment, wenn du diese ganzen Punkte da gemacht hast, dann fällt es nicht auf. Aber wenn du auf einmal schon alleine jetzt aus der Position, die diese letzten 2 Jahre anguckst, dann sagst du, Töfte, hat sich alles gefügt. Ganz genau, ja. Und sag mal, das ist ja das, was ich in meinem kreativen Quantenbewusstsein auch sage. Wir sind jetzt Zauberlehrling. Unser Job ist es, die einzelnen Punkte zu machen. Unser Job ist es nicht zu sagen, okay, das große Bild, das können wir gar nicht. Und der große Zampano, also der Zauberer, der sagt, das ist der Töfte, was der Olli da für Punkte gemacht hat. Was weiß ich, beim einen ist ein Aquarium, beim anderen ist es eben nicht. Haben wir schon mal drüber gesprochen.
gesprochen habe, ja, genau. Ja, ja. So, und auf einmal, und wenn du auf einmal dann merkst, ey, das läuft ja tatsächlich so, ich brauche mich nur auf die Punkte fokussieren, ich brauche mich gar nicht so einen Stress machen um den ganzen Kram, dann ist das sicherlich sehr befreiend. Mhm. Und dann passieren auf einmal... Und viele Sachen. Sind halt verkrampft sich, setzen sich selber unter Druck. Ja, klar. Und das ist so ziemlich die größte Bremse, die du auspacken kannst. Ja, klar. Sag mal, das haben wir aber auch alle gelernt. Wir haben ja alle gelernt, Entfaltung funktioniert mit Druck. Das stimmt aber nicht. Natürlich stimmt es nicht. Wenn ich mir einen Kirschbaum angucke, der wächst nicht durch Druck, sondern weil er sich zum Licht hingezogen wird. Jede Bohne in der Erde, die wächst nicht durch Druck, weil einer noch 20 Zentimeter tiefer die Bohne nach oben hin drückt, sondern weil die Angst... Es ist halt dann immer so mit dem Beispiel, wenn es einem nicht schnell genug geht, dann soll er doch mal probieren, irgendwo in der Fußgängerzone ein Offline-Geschäft hochzuziehen. Ja. Dann lernt erstmal richtig, was Geduld ist. Ja klar, sagen wir, weil im Endeffekt, wir haben das aber alle gelernt, aus der Schule. Ich erinnere mich immer so daran, mein Vater, der stand immer hinter mir, bei den Hausaufgaben machen. Ab und zu mal, wenn ich in der Gegend rumgeguckt habe, mein Kopf so konzentriert, wirklich gepackt oder ab und zu einen freundschaftlichen kleinen Nackenschlag, träum nicht. So, ne? Sondern guck nicht in der Gegend rum, sondern fokussiere mich. Und deswegen haben wir alle, als wenn wir uns nur bewegen können, wenn wir Druck von hinten haben. Mhm. Wenn irgendwas passiert. So. Und dann haben wir zwar das Gefühl, wir haben ein Ziel, von mir aus ein Studium oder ein Abi oder eine Firma, das wäre vor uns, aber eigentlich ist es der Druck, den wir hinten spüren. Daher kommt mal die Verkrampfung, der ganze Kram. Und das muss ich erstmal wieder gerade rücken, um zu sagen, ja, dass ich dahin gezogen werde. Dich hat keiner gezwungen, ja, ja, zu fahren oder nach Berchtesgaden oder zum Untersberg oder so, sondern ist immer, ich muss mir lernen, mir die Wurst oder für die Veganer den Obstsalat selber vor der Nase zu hängen, dass ich da hingezogen werde. Weil das ist doch der Fehler, der gemacht wird bei dem ganzen Law of Attraction-Kram. Das ist ja falsch, was den Leuten da verklickert wird. Der Prozess ist genau andersrum. Wenn das stimmen würde, dann würde Deutschland schon in rosaroten Wolken versinken und es würden nur Ferraris rumfahren. Wahrscheinlich. Es fahren zwar in Essen ein paar Ferraris rum, aber die Leute haben nichts mit Law of Attraction zu tun, sondern ganz andere Geschichten stehen dahinter. Und das muss ich erstmal lernen, ich sag mal, da hinzukommen. Ich muss mir selber im Grunde genommen, sag mal, wenn jetzt jemand bei dir, machen wir das ganz praktisch, wenn jemand bei dir ein Coaching macht, dann landet er in der Regel ja bei dir, weil er die ganze Zeit es mit Druck nicht geschafft hat. Dann wäre er nicht bei dir. Ja, genau. Das wirst du sicherlich kennen, dass die Menschen, die haben sich selber, die haben auch richtig Herzblut da reingesetzt und Energie und Zeit und auch Geld. Aber mit Druck funktioniert es eben nicht. Sondern die müssen erstmal ihren eigenen Ort der relativen Fülle erkennen. Erst in der Matrix, sag ich mal. So wie ein Blatt. Ja. Jedes Blatt, Baum, das wächst, da ist zuerst messbar so eine geistige Matrix, sag ich mal, da. Hört sich hochtrabend an, aber von mir ist ein Magnetfeld oder ein Skalarfeld oder was weiß ich, was es ist. Was aber schon die gleiche Form hat wie das Blatt. Und das Blatt wächst einfach rein. So wie bei dir jetzt. Die Matrix, die war schon letztes Jahr da. Und auf einmal wächst du da rein, bewegst dich da. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wenn man merkt, dass wenn man was vorhat, nehmen wir jetzt da mein Vorhaben an mit der Fahrt nach Frankreich. Ja. Und wenn ich dann merke, da türmen sich die Widerstände, ein Widerstand nach dem anderen, ja, das sage ich, nichts wie weg hier, raus hier aus dieser Nummer, nichts wie weg hier. Ja. Ich habe das lange Jahre andersrum gemacht. Das hat mich Nerven gekostet, ja, das hat mich zigtausende von Euros gekostet, immer wieder mit dem Kopf durch die Wand. Ja, ja klar, weil das ist ja falsch. Weil das ist ja ein widernatürliches Prinzip. Wenn ich manchmal so sage, der Kompass ist, wenn es anstrengend wird, aufpassen. Ja. Wenn es anstrengend wird, aufpassen. Ich glaube,
wenn man da ein bisschen achtsam ist, da entwickelt man im Laufe der Zeit eine Spürnase. Dass man sich dann denkt, jetzt hat auf mein Beispiel wieder zurückzukommen, nee, das muss ich mir jetzt nicht antun. Ich bin nicht so verbissen und sage, das muss jetzt auf Biegen und Brechen sein, sondern mir doch egal, fahr ich woanders hin. Ja klar, weil im Grunde genommen, das ist ja die Bedeutung von dein Wille geschehe. Und ich meine, nicht, das ist immer der Wille vom kleinen Ego. Ja, früher haben wir gesagt, es muss aber jetzt klappen. Und nochmal mit dem Kopf vor der Wand, weil im Grunde genommen ist das nicht unbedingt ein Zeichen von Krone der Schöpfung sein. Sondern es ist eher ein Zeichen, dass ich blöder bin wie eine Stubenfliege, die immer wieder vor der Fensterscheibe fliegt. Und du musst richtig dafür bezahlen zum Schluss. Ja klar, weil sagen wir, das ist wirklich, sagen wir, diese Analogie mit der Stubenfliege. Sag mal, wenn du von mir aus ein Fenster hast mit zwei Hälften, die eine Hälfte ist zu, die andere ist auf. Die Stubenfliege, die knallt immer wieder vor die zue Scheibe. Mhm. Wenn da draußen. Immer wieder vor die Scheibe. So früher wäre das, anstatt dass er einfach mal guckt, ey, ich fliege mal lieber, sag mal, wenn das rechte Fenster ist zu und das links ist geöffnet, der linke Flügel, wenn sie mal ab und zu die Augen aufmachen würde, brauchst du nur links daher fliegen, dann wäre sie draußen. So. Und früher bin ich auch immer wieder vor die Scheibe gebrettert. Ich muss da durch. Aber mit Vollgas. Ja, und wenn du jetzt sag mal, ich liebe es, sag mal, wenn ich solche Sachen praktisch im Leben sehe. Wenn du jetzt anguckst, sag mal, dein Fenster, wo du jetzt losgefahren bist in Mindelheim, die rechte Seite, der Montségur ist zu. Ja. Hast du erst geguckt. Aber das muss man erst mal dann erkennen. Ja, und dann hast du gesagt, was dann soll's? Ich fahre doch das geöffnete Fenster, das ist doch ganz logisch. Es ist viel einfacher, weil die Natur, sagen wir, geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Ja. Und das bedeutet ja nicht, dass du nicht irgendwann in Montségur landest. Eben. Sondern, aber jetzt ist nicht der richtige Moment. Weil sonst habe ich mir den Schädel blutig da. Oder wie eine Stunde. Wie oft ich schon in meinem Leben wie so eine Fliege auf dem Rücken, auf der Fensterbank gelegen habe und ich dann nur rumgezappelt. Ne? So. Ich liebe das einfach, sag mal, wenn ich solche Gesetzmäßigkeiten, auch die universellen Gesetze, wenn ich die ganz im echt im Leben sehe. Nicht. Ich glaube, was jetzt an der Stelle noch ganz wichtig ist, wenn jetzt natürlich jemand ein Ziel hat, von seinem Business leben zu können, richtig gut leben zu können, bei so einem Ziel ist es völlig natürlich, dass Widerstände auftauchen. Das darf nicht verwechselt werden. Nein, sag mal das mit, nee, dann kann ich ja sagen, Olli, schick mir mal ein PayPal-Konto. Wie die andere Dame. Ja klar, das hat was mit Bewusstheit zu tun. Mhm. Aber im Grunde genommen, sagen wir, dieses Beispiel mit, ich sag mal, wenn der rechte Fensterflügel ist zu, der linke ist auf. Das gilt auch in dem Bereich, wenn es um Business geht, sag ich mal, bei dir. Ich sag mal, erklär das mal so an Tasten am Laptop, wenn ich immer das M gedrückt habe und die rechte Seite und will Kunden haben. Drück immer wieder das M und läuft nicht. Dann ist es wichtig, mal einen Schritt zurückgehen und zu sagen, ey, wie sieht die linke Scheibe aus? Drück mal das Z. Weil ich muss das ja auch auf dem Weg, sag mal, jeder will ja von deinen Kunden, der will ja nicht Burnout haben, wenn er endlich so weit ist. Ja. Sondern zu sagen, ich möchte schon mit möglichst wenig Energie und Zeitaufwand, so wie in der Natur, auf dem leichtesten Weg für mich dahin kommen. Ja. Beziehungsweise auf dem Weg, der am wenigsten Energie raubt, wie in der Natur. Ne? Drum nimmt das aber ich muss weitermachen. Jemand, der ihn dabei unterstützt. Weil im Grunde genommen ist ja dein Job, ist ja, deinen Kunden zu zeigen, wo ist der offene Fensterflügel. Ne? Ich meine, das entsteht ja dann auch erst wieder beim Gehen. Wenn ich einen Kunden an die Hand nehme und sage, pass auf, bis jetzt war es immer so, wir haben das so und so und so und so und so gemacht. Und wenn das dann zwei, dreimal hintereinander bei einem bestimmten Kunden nicht funktioniert, ja, dann muss ein anderer Weg her. So einfach ist. Ja klar, weil im Endeffekt, ist es ja das ist bei dir so gewesen, solange wie ich dich kenne, eben, sagen wir, mit der Facebook-Strategie, es ist eigentlich wie so eine Aneinanderreihung von Fenstern. Ja, kann man absolut vergleichen. Ja, so als wenn da, was weiß ich, 100 Fenster nacheinander. Ja,
Ja. Und immer einmal ist der linke Flügel auf, einmal ist der rechte Flügel auf und dann zu gucken, dass ich da durchkomme, ohne mir unnötig den Kopf zu stoßen. Ja, ja, das ist ein gutes Beispiel so. Ja, absolut. Und sag mal, und manchmal ist es eben einfach auch wichtig, ich sag mal so, innerlich zur Ruhe zu kommen. Ja, das ist auch super wichtig. Abstand zu bringen. Ja klar, dann sehe ich oftmals den offenen Fensterflügel von ganz alleine. Mhm. So. Und ich weiß, wie du das meinst, sag mal, auf der einen Seite nicht zu sagen, Olli, mach mir mal ein PayPal-Konto. Das funktioniert, ich weiß ja nicht, vielleicht machst du das ja. Kannst du mir auch eins einrichten. Kann ruhig ganz viel drauf sein. Ich bin da echt, auch mehr. So. Aber sagen wir, mit möglichst wenig Energie da durchzukommen, das vergessen viele auch, sagen wir dann, darauf zu achten, auf so ganz einfache Sachen, sich am Fluss zu orientieren. Ja. Ein Fluss, der fließt auch immer den leichtesten Weg. Wenn ich mir den Rhein angucke, wie der angefangen ist zu fließen oder die Elbe, dann probiert er das erstmal hier, probiert das da und dann kommen hier ein paar Steine. So. Und so ist es im Grunde genommen mit jedem Business. Oder mit allem, was im Leben entsteht. Mit allem. Eigentlich mit Lebenserfahrung. Mit allem so und in allen Lebensbereichen. Und wenn ich dann achtsam bin, sag ich, und für mich ist wirklich so dein Leben, das ist für mich das beste Beispiel. Weil ich das eben so in diesen zwei Jahren so intensiv mitverfolgen durfte. Ne? So, das seh ich bei dir besser wie bei mir. Weiß ich, selbst sieht man das nicht so oft. Das ist immer so, das muss bei anderen besser erkennen. Aber auch da kommen eben so Sachen, sag mal, da ist was dran, sag mal, wenn ich mir so spirituelle Sprüche anhöre oder schamanische Sprüche, das sind eigentlich immer praktische Hinweise. Das Leben spricht mit dir. Wenn du dir anguckst, sag mal, wie dein Leben allein im letzten halben Jahr mit dir gesprochen hat oder jetzt wieder auf der Fahrt in der Tschechoslowakei, dann liegt es nicht daran, wenn jemand sagt, das Leben spricht zu mir aber nicht, dann muss ich einfach hinhören. Ja, lernen hinzuhören, genau hinzuschauen, Achtsamkeit. Und das wird eben, das wieder wahrzunehmen, weil das spricht eben nicht so mit irgendeinem Skript oder was. Weil sagen wir auch sagen wir, ich habe ja die ganze Zeit... Es wäre natürlich praktisch, wenn man tatsächlich eine Stimme hören würde. Ja. Ja, klar, sagen wir, manche hören ja auch Stimmen, aber dann werden sie im Channels. So, und sagen wir, und die Stimme meldet sich dann immer wieder. Sag mal, wenn ich angefangen bin mit so Punkten, so wie bei dir, also wie das bei dir war, sag mal so, du hast da so einen Haufen Punkte gemacht auf dem Blatt, wie bei dem 3D-Bild. Genau. Erst ist das gar nicht so fühlbar, dann kommt das so ein bisschen und denkst du, ach du spinnst. So, weißt du, so, weil das was Neues ist, sagen wir, das kommt ja nicht aus dem konditionierten Denken, das kommt eben aus der Kreativität, aus dem Raum, sag ich mal. Und erst am Anfang, ach, ich weiß noch, wo wir uns das erste Mal über dieses Thema unterhalten haben, wo du auch nur so, ach, so Quatsch, da warst du aber, da hast du ja schon oft die Stimme gehört, sag ich jetzt mal, dieses leise Stimme. Ja. Mal, ja. So. Und am Anfang war ich das ja erst so, ach, Quatsch. So. Wenn sich auf einmal aus diesem Sinn des Bildes, wenn sich auf einmal so Sachen zeigen, wenn, ich sag mal, wenn das Aquarium in die Welt will. So, das war in die Welt, also von den 3D-Bildern her gesehen. Und ich habe das eben auch so durch mich gemerkt. Du hast das schon so oft gesagt, zu mir, Roland, mach da was. So, du bist ja immer derjenige, der mich am meisten mit schöner Rede immer wieder gesagt, mach was. Und sag mal, ich habe ja eben auch so eine Erfahrung, als ich jetzt in Aalen war. Genau, erzähl mal die Geschichte. Das war super. Ich kannte ja da keinen. Ne? Ich bin nach Aalen hingefahren, weil ich eben die Chrissy, also das ist ja der Jupp und die Chrissy, das ist das Paar. Ein tolles Paar. Genau, davon, da hast du im letzten Podcast erzählt. Ja, genau. Und ich bin ja dann da gewesen und ich kannte ja da keinen. So, und das ist natürlich eine, sagen wir, das ist ja nicht eine Familie mit einem Kind, sondern Chrissy ist ja der neun Kinder. Wo der kleinste Hosenmatz, das Enkelkind war auch noch da, weil dann fällt das nicht so auf. Sagen wir, der kleinste Hosenmatz von den beiden, der ist 5. Und ich weiß nicht, wie alt der Sohn ist oder so 20 oder was weiß ich. Auf jeden Fall, ich hab mir den ganzen Namen gar nicht gemerkt, sag ich mal. Kannst du auch auf die Schnelle. Ja, und ich bin ja dann einfach so dahin gefahren und habe gedacht, so, ich kenne ja keinen. Ich fahre einfach mal hin, Abenteuer. So, normalerweise fahre ich ja nicht einfach so durch die Gegend oder so. Und das war, das,
das war so, ich habe mich so wohl gefühlt auch. Obwohl das natürlich alles junge Leute waren, da lagen mehr Handys am Telefon, am Tisch, wie ich das so kenne. Ne? Aber ich habe gesagt, ich fahre da hin, ich nehme das einfach alles so an, wie das ist. Ich sage, das ist eben ein Punkt auf meinem Blatt. Genau. Und dann, sagen wir mal, weil dann eben so, ja, das war einfach menschlich. Das war menschlich. So, ne? Richtig klasse. Und wir haben dann so ein bisschen gespielt, eigentlich sowieso. Ich bin ja nicht so gerne so ernst oder so. Und wo dann auch die Bande, wie ich immer so liebevoll sage, also die ganzen Kinder, da waren ja auch nur manche Freunde von den Mädels da, war richtig, weil das aber so ganz groß ist, ist das richtig schön gewesen, sag mal. Das war so nicht so ein kleines Zimmer oder so, sondern richtig groß, das ist so eine umgebaute Scheune gewesen. Ich habe dann nur. Okay. Ich habe nur gefragt, weil das so hoch ist, wie in so einem Domsaal, sag ich mal. Weil ich habe gesagt, warum ist denn das so hoch und die Holzbalken da oben, ne, weil das mal eine Scheune war. Ganz toll. Und naja, und ich hab das eben einfach so angenommen. Und als die Kinder eben gemerkt haben, das ist nicht so ein rosa-rote Fritze, der da ankommt, weil die Mutter eben mit solchen Sachen in den letzten Jahren eine Menge unangenehme Erfahrungen hatte. Ein paar Jahre durch den Wind war, aber das Einordnen, das ging ganz schnell, weil da gab es Kaffee und Suppe und dann passt das schon alles. So. Und dann haben die Kinder eben gemerkt, ey, mit dem kannst du ganz normal quatschen. Der labert Klartext. Ne? Und dann habe ich mich echt super auch mit den Freunden auch unterhalten. Weil ich ja einfach angenommen habe und habe gesagt, okay, die sind junge Leute. Ich weiß das ja von meinem Sohn, den brauche ich mit irgendwelchen Sperenzkes auch nicht zu kommen. Weil da hat er nichts, dann sagt er zwar, ja, Papa, aber eigentlich bedeutet das, sei ruhig, weißt du, wie ich meine? So, ja. So. Und weil die dann eben gemerkt haben, dass das schon ganz praktisch ist, was ich so verklicke und nicht so ein abgehobener Mist, weil ich habe dann, sag mal, die Erfahrung, die ich hatte, war mit irgendeiner Jesus-Inkarnation wieder. Ich habe schon in den letzten Jahren sowieso mit meinen ganzen kreativen Quantenbewusstsein, habe schon öfters so Kontakte zu Jesus-Inkarnationen gehabt. Weil ich habe schon dann so Spaß, ich wohne ja hier in Essen und hier ist ja der Baldeneysee. Ich habe gesagt, vielleicht sollten wir mal die ganzen Jesus-Inkarnationen aus Deutschland einladen, machen ein Event, dann können die einen Wettlauf über den Baldeneysee machen. Und wer zuerst am anderen Ufer ist, hat gewonnen. Dann trennt sich ganz schnell die Spreu vom Weizen. Und wenn da einer sagt, nee, ich mach nicht mit, ich sowieso denkt, du bist Jesus, kannst du über Wasser laufen. Dann können sie auch da mitmachen bei dem Wettrennen. Naja, auf jeden Fall kam das so. Und weil wir uns dann im Grunde genommen so, wie du auf einmal in der Tschechoslowakei jetzt landest oder im Berchtesgaden oder am Untersberg gelandet bist, aus diesen Punkten heraus. Und ich habe mich ja die ganze Zeit dagegen gesträubt, überhaupt was zu machen. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass ich keine Lust dazu habe oder dass das von mir aus auch nicht von der Zeitqualität gebraucht wird oder gewünscht ist oder so, sondern weil ich mich einfach dagegen gesträubt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wochenend-Workshop mache oder irgendwas, dann kostet das ganz schnell für jemanden, der von außerhalb kommt, wenn das zwei Übernachtungen im Hotel sind, dann kostet das mit Anfahrt und allem drum und dran, dann kostet das Wochenende ganz schnell 500 Euro, bevor ich überhaupt einen Euro verdient habe. Ja. Das ist schon 500 Euro futsch hinten, nur für die ganzen Fixkosten drumherum. Und weil ich ja eben auch in den letzten 2-3 Jahren eben durch die ganzen Telefonate erfahren habe, dass die wenigsten Leute, mit denen ich gesprochen habe, säckeweise Geld im Keller liegen haben und sagen, ich muss das jeden Monat einmal umschaufeln, sonst fängt das an zu schimmeln, dass ich mich einfach dagegen gesträubt habe, zu sagen, okay, ich mache ein Angebot, was einfach zu teuer ist. Das hat nichts damit zu tun, das hat auch nichts mit der Wertschätzung zu tun oder so. Weil im Grunde genommen, sagen wir, wenn ich jetzt ein Angebot mache und kostet ein Wochenende 750 Euro, weil eben 500 Euro schon an den Fixkosten da sind, dann hat das, und ich sage, die Leute müssen das aber bezahlen, weil ich es bin es wert. Mein Anteil sind die 250 Euro, nicht die 500. Ja, bei einem. Ja, so, ne, sag mal, und wenn jetzt jemand von weiter weg kommt, sag mal, dann muss ja übernachten. Sei denn, ja, klar. Ja, so. Naja, und weil ich ja früher, ich habe dir ja auch schon mal davon erzählt, ich habe ja dann so Kinderarbeit und Jugendarbeit und so. Ja, das hast du erzählt. Und Lagerfeuer und diese ganzen Sachen und Zeltlager und diese ganzen tollen Geschichten.
Das ist ja mehr so mein Feeling. Ich bin ja nicht so der, ich bin ja nicht so ein Hilton Hotel Typ. Und eher nicht. Ich kenne zwar eben auch solche Sachen, aber das ist nicht das, wo ich mich richtig wohlfühle. Ich fühle mich also wesentlich eher am Lagerfeuer wohl, wenn ich da sitze und sage, boah, super. So, wenn ich einfach Lederhosen habe oder irgendwie solche Sachen. Und naja, auf jeden Fall haben wir so gesessen und da haben wir, ich weiß nicht, kennst du Agni Hotra? Nein. Ah. Agni Hotra ist im Grunde genommen Scheiße verbrennen. Und zwar getrocknete Kuhfladen. Erinnert man, das ist ein ganz. Doch, da hab ich schon mal was. Es gibt auch in Süddeutschland so, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, da gibt es also einen Bauernhof. Agni Hotra ist also ein heiliges Ritual. So, das ist uralt, weiß keiner, wo das herkommt. Das ist also so eine umgedrehte Kupferpyramide, da kommt im Grunde genommen getrockneter Kuhdung rein und Ghee. Das ist also so Butter, sag ich jetzt einfach mal. Ich sag einfach mal Butter. Aha. Das wird da, und Reis. Das ist im Grunde genommen ein Ritual, was nur, wenn die Sonne aufgeht und wenn die Sonne untergeht. Sag mal, das sind ungefähr so 4 Minuten, immer bei Sonnenaufgang, bei Sonnenuntergang. Dann ist so eine ganz besondere Schwingung. Woher die Jungs das damals wussten, weiß ich auch nicht. Aber heute ist das messbar. Das ist nur in 4 Minuten ungefähr. Das ist bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang. Dann ist so eine ganz besondere Schwingung, sag ich mal, messbar. Eine ganz besonders messbare Schwingung. Und es gibt ja, sag ich mal, so aus den, ob das bei den Inkas war oder so, die haben sich, oder sag ich mal, da kennen das eben viele, oder bei den Indianern, wenn die sich morgens so hingestellt haben, die Sonne begrüßt. Das hatte schon, ach so, ja. Das hatte schon Gründe. Sag mal, es gibt ja eben so Sachen, dass wir gelernt haben, alle sollst nicht in die Sonne gucken, weil dann bist du blind, ist so wie beim Schweißen, ist aber nicht so. Ich kenne den Unterschied, ich habe aber hier einen Schweißer, weil ich das nicht glauben wollte, ich habe mal da reingeguckt. Das war in meiner ersten Ehe, da hat mich meine Ehefrau dann abends zum Notarzt, zum Augenarzt gebracht, weil ich gedacht habe, hier ist Schmiergelpapier in den Augen. Ehrlich, das hat weh. Und in der Sonne kann ich also auch also reingucken. Und dieses Agni Hotra Ritual, das ist im Grunde genommen, da wird also, ich sage einfach mal, getrocknete Kuhdung. Das wird eingepinselt mit diesem Ghee. Das ist also, wenn Butter erhitzt wird, dann bleibt, ich sage einfach mal, was Ghee. So, das ist aus Butter gemacht. In dieser umgedrehten Kupferpyramide, das muss auch alles mit bestimmten Sachen sagen, dass das also wirklich rein ist. Ich habe das hier in Essen auch gemacht, aber das war bestimmt nicht das Originalritual. So, und dann wird also Ghee nochmal, diese Butter dann mit Reis, mit natürlichem Reis, vermischt und dann wird es verbrannt. Und was passiert dann? Ja, dann qualmt das. Und für was, ja, was ist das Resultat, für was ist es nützlich, sagen wir so. Ja, das reinigt die Atmosphäre. So. Die haben das also, sagen wir, das wird heute noch gemacht, viel in Indien und in Pakistan und so, kann man sich im Internet angucken. Das reinigt die Atmosphäre, ich sag mal, vom Raum zum Beispiel. Achso, das macht man in Räumen, oder? Ja, das kann man auch draußen machen, weil im Grunde genommen ist das egal, sagen wir, das ist im Grunde genommen so wie Homöopathie, sag ich mal. Aha, Schwingungen aufbauen. Das reinigt im Grunde genommen, ich sage jetzt mal, wenn jetzt hier, ich sage jetzt mal, schlechte Atmosphäre ist, sage ich einfach mal, was im Ruhrpott üblich ist. Wirkt reinigend. Auf jeden ja, das wirkt also reinigend und sagen wir, es ist ja schon verblüffend, sagen wir, wenn man das verbrennt, sagen wir so, und wo wir das da in Aachen gemacht haben, das ging auf einmal, wo diese 4 Minuten rum waren, ging das aus, das Feuer. Aha. Total verblüffend, ne? So, und wenn es nicht so windig ist, da war es windig, dann wird es der Qualm wirklich so ein Wirbel, ne? So. Und das ist so ein uraltes Reinigungsritual aus Indien, glaube ich, kommt das. Auf jeden Fall da hinten. Uralt, ne? Was sie aber heute noch machen, was aber nur, es bringt nichts, wenn ich jetzt sagen will, dass ich das um 12 mache. Sondern nur in dieser Zeit bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang. Zweimal 4 Minuten. Ja, diese zweimal in dieser ganz besonderen Schwingung. Es gibt auch eben Übungen, sag ich andere Übungen, die genau in dieser Phase gemacht werden. Ich muss aber ehrlich sagen, ich hatte bisher nie Lust, im Sommer so früh aufzustehen.
Ich stehe zwar früh auf, aber da brauche ich erstmal Kaffee und nicht irgendwelche anderen Sachen. So. Und sagen wir mal, dann kann man eben nachher diese Asche, die da überbleibt, wenn man die auf dem Mörser schön klein macht, dann kann man die mit dem Ghee vermischen. Da kann man zum Beispiel so eine Salbe rausmachen. Die ist sehr heilsam. So. Ja, das war verblüffend, als wir da in Aalen waren. Der Jupp hatte irgendwie so eine Allergie, sag ich mal, am Rücken. So. Und da hat er sich da, ich sag jetzt mal, so in Ruhe gebissen, dann hat die Chrissy ihm die Salbe da drauf gemacht abends. Und nächsten Morgen hat er uns den Rücken gezeigt. Das war total verblüffend. Aha. Ja, ja, also das ist also nicht so nur Humbug, sag ich mal, so wie viele meinen. Das ist ja, sag mal, das ist eben so ein ganz reinigender Effekt. Was ist dieses Zeug? Naja, auf jeden Fall, wir haben dann dieses Ritual gemacht. Die jungen Leute haben natürlich sofort gekräht. Das stimmt. So, obwohl wir das da draußen auf der Terrasse gemacht haben. So, aber auf jeden Fall, die waren da eben nicht so für Kuhkacke verbrennen, sag ich mal. Das kann man, sag mal, ich weiß nicht, woher das mit zu tun hat, aber es gibt auf jeden Fall in Deutschland einen Hof, die machen nur sowas. Die befassen sich eben nur mit sowas im Bauernhof, irgendwo in Süddeutschland. Und da meine ich, da habe ich mal was gesehen. Ja, ja, da gibt es auch im Internet irgendwelche Clips. Das ist irgend so ein Hof da in Süddeutschland, die machen also nur sowas. Naja, auf jeden Fall haben wir das so gemacht. Wir haben also im Grunde genommen viel gespielt. Im Quantenraum, so wie das ist, machen wir die Augen zu und so. Wie das so ist, wenn ich irgendwo bin oder so. Ja. Und auf einmal, das kam über dieses Agnihotra, so wie du in der Tschechoslowakei gelandet bist. Natürlich hatte ich nicht vor, wo ich da hingefahren bin nach Aalen, irgendwie das Agnihotra-Ritual zu machen. Weil ich habe das schon mal früher, da bin ich nur Lichtenfels gewohnt, da kannte ich das. Habe ja damals keine Lust gehabt, weil ich auch nicht wusste, wo kriegst du jetzt getrocknete Kuhfladen her und ich hatte keine Lust, in Oberfranken über die Wiese und die Sachen dann zu Hause auf Heizung zu trocknen. So. Und naja, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Dann haben wir auf jeden Fall dieses Ritual gemacht. Und weil ich dann so sage, weil die Christi sich auch viel mit den Sachen befasst hat, eben auch viel so verwirrende Sachen. Wenn du da so einen Vogel am Hals hast, der dich verrückt macht, dann ist das schon, der dich dann auch beeinflusst und ist es eben nicht so hilfreich. Sondern dann geht es eher schlechter. Naja, auf jeden Fall, weil ich dann so die ganzen, hat sie so aufgeschrieben, was alles so gemacht hat und so im Grunde um die Profilierung, wie du das auch machst. Und ich sage, eigentlich ist das ja dein Ding hier so reinigen, weil die eben auch Heilpädagogin ist, ausgebildet und so, ne? Und weil sie dann nur dachte, ich muss jetzt noch Reiki machen und was weiß der Kuckuck, ich sage, das steckt nur mal hinter, das reicht nicht. Ich sage, nehm das, was da ist und mach das. Weil wenn du schon mal Heilpädagogin bist mit Zertifikat, ja, da brauche ich nicht nur irgendwo, was weiß ich, was Skifahren, Reinigen, was weiß der Kuckuck. So. Und weil es immer so um Reinigung, um Gesundheit, um Kinder, Zukunft, immer so um dieses Thema ging. So sind wir eigentlich auf das Agnihotra-Ritual gekommen. Und dann sage ich, okay, dann mach sowas in Zukunft. Ich sage, aber erhole ich erstmal von dem ganzen Kram, von den ganzen Bewusstseinsrundflügen da. Und ich sage dann so in die Richtung. Und weil wir dann so überlegt haben, ja, du kannst das da draußen auf der Terrasse machen. Und weil die wohnen wirklich sehr schön. Das muss mal irgendwann ein Gutshof oder sowas gewesen sein. Wo aber der ganze Gutshof umgebaut ist. Da sind zwei Rechtsanwälte drin, gehört das, glaube ich. Und sie haben eben den ehemaligen Scheunentrakt aber total renoviert. So, das siehst du. Ich höre mich dann nur so, wenn du da so rumgehst, dann siehst du das, wo hinten die Obstwiese und so war. Und so kam das, weil ich gesagt habe, oh, das ist super, hier kannst du einen Indianer-Tipi hinstellen. Ja, genau. Ja, und weil ich denke, dann machst du hier einen Workshop mit Agnihotra mit Indianer-Tipi. So war das. Sie haben so gesessen, wie du eben sagst, haben uns unterhalten. Haben eigentlich die Träume oder solche inneren Bilder, die auftauchen, haben uns darüber unterhalten. Ich sage, wäre super, wenn die Leute hier sitzen am Lagerfeuer. Dann taucht aber eben dann so auf, so mit Verpflegung und dann kommt die ganze Bande an. Also die so. Und irgendwann sagt auf einmal die Chrissy, es gibt da in Sennhorst, das ist direkt ganz nah bei, also da kannst du bald hinlaufen, sagt sie, da gibt es von den Pfadfindern so ein Jugendgästehaus. Da können wir nachher gucken. Ich dachte, das liegt mitten im Wald.
Sagst du, das wäre gut für sowas. Ne? Ich dachte, jo, lass uns da hinfahren, wie das so ist. Ne? Ist ja nicht so weit wie Montségur, sondern war ja nur ein paar Minuten. Ich sag, lass uns auf dem Rückweg fahren. Ohne Maut. Ohne Maut und ohne alles. Wo ich das gesehen habe, ich komme da rein und sag mal, das liegt sehr zentral und trotzdem total abseits. So. Aha, ja, ich kann es mir vorstellen. Das liegt in so einem kleinen, sagen wir mal, so eine normale, ich sag mal, so eine Einfamilienhaussiedlung. Die haben sehr oft früher an so Orten am Rand vom Ort gebaut. Und da war der Ort dann zu Ende und dann fängt es am Wald an. So. Ein Wald und Felder, kannst du bis Münster durchlatschen, 15 Kilometer, schätze ich mal. Und dann parkst du dann, gehst du durch so einen kleinen Wald, auf einmal ist dieses Jugendgästehaus von den Pfadfindern da. Immer himmelreich. Ich denke, passt schon, der Name passt alleine. Das hier ist, genau. Weil ich ja eben schon lange Jesus nachfolge, also nicht so sonntags wie eine Kirche, sondern eben das, was er gesagt hat. Ach, jetzt dämmert's. Da habe ich doch ein Video gesehen von dir. Ja, klar. Ja, ja. So kam das. Ne? Und weil der hat immer gesagt, ich suche hier und ich suche da, weil der wird sie finden. Das Himmelreich Gottes ist inwendig in euch. Also eigentlich die reine Präsenz, der hat sehr viel, der hat ja nur von inneren Sachen, von inneren Welten gesprochen. Das war schließlich ein Mystiker, ein ganz großer Lebenslehrer, praktischer Lebenslehrer, nicht einer für sonst in der Kirche. Und ich habe das gesehen, alles aus Holz, sauber, logischerweise von den Pfadfindern. Ein riesengroßer Platz mitten im Wald. Ich sag, boah. Hier kannst du was machen fürs kreative Quantenbewusstsein. Ne? Das Gefühl hatte ich noch nie, wo ich irgendwo war. Ich habe mir ja auch in Essen hier, sagen wir, fünf Minuten von mir ist ein ganz tolles Seminarzentrum, so von mit 10 Räumen bis 300 Räumen. Aber schon alleine von der ganzen Schwingung her, ringsrum, da kannst du ja draußen hinsetzen, da ist ein Biergarten bei mit 60 Plätzen. Aber ringsrum graue Häuser. Ich komme da rein, ein großer Lagerfeuerplatz, weil ja eben draußen und ein ganz großer Platz, aha, draußen auch, weil da können eben auch Pfadfinder zellen mit Jurten und so. Und dann das Gebäude, ich habe nur da reingeguckt, weil ich kam da nicht rein. Ne? Dann ich denke, 24 Personen können da in dem Haus daneben an übernachten, so wie eine Jugendherberge. Aber ganz sauber, ganz, nur die Betten sind viel besser. So richtig, alles schön aus Holz und so, richtig klasse. Und du kommst da überall hin, sagen wir dann das Haupthaus. Das ist also so ein großer Aufenthaltsraum. Da kannst du Seminare machen und Workshops. Da machen die auch dann oftmals von der Schule irgendwelche Abschlussfeiern oder so. Oder wenn dann von der Stadt irgendwas ist. Dann eine komplett eingerichtete Küche für Selbstversorger und so. Die ganzen sanitären Anlagen. Ich denke, das ist eine super Anlage. Ich denke, das ist das Richtige für ein Wochenende. Da braucht man nicht da kann man sich also richtig entfalten, da sein, leben. Ne? So. Wo ich das gesehen habe, sofort, ich sage, wenn ich zu Hause bin, nehme ich sofort Kontakt auf dazu. Ne? Ja, und so kam das, dass ich auch einmal diesen Punkt dann gefunden habe. Und dass er sofort gesagt hat, ich sage, vom 27. bis 29. Juli mal da im Workshop. Weil das eben auch günstig ist, dann kostet der ganze Workshop für das ganze Wochenende mit Verpflegung, mit Wohnen, mit Übernachtung, mit allem drum und dran 245 Euro. Das ist ein Unterschied, als wenn ich schon 500 Euro nur für die Fixkosten bezahle. Ich denke, das passt gut. So. Und das kam im Grunde genommen auch, das kam auf einmal auch so, wie das bei dir auf einmal aus den Punkten ist. Ja, der gleiche Workflow, gell? Ja. Ich sehe gerade deine Netzwerkbandbreite von Oliver Pracht ist zu niedrig. Zeigt es mir auch ab und zu bei dir an, aber ich höre dich das weiterhin noch. Ja. Also bei mir, die Aufzeichnung läuft und dann läuft schon. Ich schaue das Paletti. So. Denke ich. Ja, und so kommen, ich glaube, dass das bei den meisten Menschen, nicht bei den meisten, bei allen Menschen, kommen solche Zeichen im Alltag. Nur in der Regel kannst du die nicht rational erklären. Dann merkst du auf einmal nur, das ist es. Oder das lässt sich schwer beschreiben. So wie du auf einmal wusstest, ich fahre jetzt in die Tschechoslowakei. Genau. So. Oder mit dem Buch. Viele stehen sich da aber auch manchmal dann selber im Weg, weil sie sagen, ach so ein Blödsinn jetzt. Ja klar, weil in dem Moment, wenn ich mir das angucke, das kennt auch jeder,
wenn ich mir das angucke, so in meinem Leben, das ist bei jedem so, dass dann in dem Moment, wenn sowas auftaucht im Leben und ich fange an zu denken, so konditioniertes Denken. Ja, ganz genau. Blödsinn und wie soll das funktionieren? Und wenn ich anfange zu denken, eine halbe Stunde später, dann habe ich so einen Haufen Argumente dagegen gefunden. Ja. dass ich sage, wärst du mal nie nach Sennenhorst hingefahren. Weißt du, wie ich meine? So. Aber viele kennen das auch dann auf einmal ein halbes Jahr später und ein Jahr später, das war mal, hätte ich mal ein Gefühl gehört. Ich habe mich zum Beispiel, sagen wir, so kam das eben auch, ich sag mal, der Partner von der Chrissy, weil der Jupp mich dann gefragt hat, komischerweise so, da liegt ja wahrscheinlich in meinen Videos und den ganzen Abonnenten da, dass er gesagt hat, Roland, er achtet seit Jahren immer auf sein Bauchgefühl, ob das okay wäre. Ne, war normal. Ich sage, klar. Ich sage, viele Leute, die müssen das mal langfristig lernen. Der achtet immer auf sein Gefühl, ob sich was gut anfühlt oder schlecht anfühlt. Mhm. Ne? Und weil im Grunde genommen ist ja unser Bauch, der Darm, das ist ja das älteste Gehirn. Wir haben im Grunde genommen drei Gehirne. Sag ich mal, das Bauchgehirn, das Herzgehirn und das normale, unser normaler Rumsmurmel. Und das Bauchgehirn, das kennt auch jeder. Wenn ich mich, sagen wir, es gibt ja eben auch so Techniken, wenn du eine Entscheidung treffen willst, so zum Beispiel, hättest du sofort fühlen können, da wo du dich mit Frankreich befasst hast. Linke Hand, soll ich nach Frankreich hinfahren, wenn da die ersten Hürden aufgetaucht sind? Oder soll ich da jetzt drauf verzichten? Oder soll ich hinfahren? Ja oder nein? Dann fühlst du das im Bauch. Bei ja, krampfst du alles zusammen, da muss ich ja noch mehr mich damit herumackern. Bei nein, okay, jetzt nicht der richtige Moment. Genau so war das. Ja, dann fühlst du das im Bauch. Ne? Und gibt es ganz teure Workshops für Manager in Frankfurt. Hättest du bestimmt belegen können. Richtig teuer, um das wieder zu fühlen. Naja, und so war das eben dieses ganze Wochenende. Das war total menschlich. Weil auf der einen Seite hat sich viel um Spiritualität, alle sind geistig. Alle sind... Was weiß ich, wenn es in Frankfurt jemand sitzt am Bahnhof oder in Essen und ist schon, weil schon 12.32 Uhr ist, klangvoll, ja, der ist genauso spirituell wie ich, nur ein anderer Weg. Ja, wahrscheinlich um die Uhrzeit schon eine etwas tiefere Ebene. Aber der ist genauso geistig unterwegs wie auch jeder andere auch. Ne? So. Und weil das kommt ja darauf an, sowas immer mehr zu bemerken. Mit achtsam zusammen, wenn du dir überlegst, wie dein Leben sich dadurch gerade in den letzten anderthalb Jahren erleichtert hat. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja. Und dann, sagen wir, weil auch so mit dem Workshop, ich habe mich gerade so in diesem Jahr, habe ich mich dann eben viel damit befasst, weil ich, das ist so mein Eindruck, den ich eben habe, weil ich ja oft mit Menschen telefoniere. Ja, ich sag mal, dass die Verzweiflung größer wird. Weißt du, was ich meine? Von den Menschen, sagen wir, noch vor 20 Jahren oder auch noch vor 10 Jahren, auch noch vor 2015, waren also viele Menschen, haben gesagt, okay, ich strapp's mir so ein ab hier in Deutschland, es klappt nicht so gut, wie ich es mal gedacht habe, aber ich komme durch. So. Mhm. So. Und sagen wir, in den letzten Jahren ist es also immer mehr gekommen, dass diese ganzen alten erlernten Strategien, die konditionierten Wege nicht mehr funktionieren. Und ich habe also das Gefühl, dass das immer mehr wird. Und weil Menschen eben, weil wir alle, ich kann ja nur so von Deutschland das sagen, weil wir alle eben nicht gelernt haben, ich sag mal, alternative Strategien, Lebensstrategien zu entwickeln oder ganz zu schweigen von Spiritualität. Das war ja früher so, dann wurden wir eingeschossen, konditioniert. Ein bisschen von den Ausbildungen gekommen oder hast studiert und ab ging's, bis du irgendwann mal auf dem Friedhof gelandet bist. Genau, für sowas. Ja, und heute funktioniert. Für sowas war keine Zeit, das Thema gab's nicht. Und heute gibt es also immer mehr Menschen, sagen wir mal so, als wenn die haltlos geworden sind. Den alten Halt, die Konditionierung, die funktionieren nicht mehr, diese alten Strategien. Und die neuen kennen sie gar nicht. Wir wissen überhaupt nicht, dass es überhaupt was anderes gibt. Und mir kommt das schon so vor, wirklich Verzweiflung. Dass da wirklich viele Menschen, sagen wir mal,
wirklich innerlich verzweifelt sind, die wünschen sich auch ein schönes Leben. Für sich ein schönes Leben. Ja, klar. Aber die alten Strategien, die funktionieren nicht mehr. Die brechen auch immer mehr weg. Und irgendwelche Sprüche, wir schaffen das, die helfen den meisten auch nicht. Weil wenn sie morgens sich zum Spiegel schleppen im Badezimmer, dann sagen sie, hoffentlich schaffe ich es noch bis auf Toilette. So. Und wie ging es dann weiter? Du hast dann mit diesem Grundstückseigner da Kontakt aufgenommen, oder? Pfadfinder sind das. Ja. Ja, 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 sagen wir mal, nee, ich habe dann sofort, sagen wir, das kann man auch so über das Internet buchen, ganz normal. Ach so, das kann ich. Ja, ja, das okay. Ist richtig professionell. Okay, ja. So, dann war das noch eine Bestätigung, dann machst du eben ganz, ganz normal. So. Also, als wenn du irgendwo dich anders auch eincheckst. Ne? Sagen wir, das ist, okay. Das ist ein Kalender, ein Terminkalender, so, ganz normal. So, als wenn du dich irgendwo einbuchst. So. Und sag mal, mir ist aber eben auch so dann so also dadurch aufgefallen, als ich das gesehen habe. Boah, weil er auch so eine Einfamiliensiedlung ist, so ein Einfamilienhaussiedlung. Ich dachte, boah, wenn ich hier wohnen würde, dann würde ich auch jede Woche was mit dem kreativen Quantenbewusstsein machen, weil das ist ja jede Woche Lagerfeuer machen. So. Nee, dann habe ich aber also ganz deutlich gemerkt, weil ich glaube auch einfach, dass, ja, das hat gar nicht so sehr mit mir zu tun oder so. Vielleicht doch ein bisschen, weiß ich nicht, so ein Schnurz. Dass einfach immer mehr Menschen so Gespräche brauchen, im Grunde genommen, sagen wir so, wie du deine Coachings machst. Du weißt, du kennst ja meine Einstellung zum Wort Coaching. So. Ja. Aber weil ich gedacht habe, würde ich es uns einfach mal treffen, weil ich dann so gedacht habe, wir haben dann nachher wieder so rumgesponnen, sag ich mal. Wo ich das gesehen habe. Brainstorming. Brainstorming. Ich war so begeistert, ich habe den ganzen Abend nur davon gelabert, von diesem Gelände. Ne? So, weil ich da so von begeistert war. Und weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt hier wohnen würde, dann würde ich jede Woche was machen. Weil dann in dem Moment könnte man das auch machen, ganz preiswert. Was weiß ich, wenn ich sage, jede Woche Samstag einen Workshop oder Mietfuss, ist egal was. Und kostet 20 Euro, wenn du da wohnst, ist kein Problem. Weil das so günstig zu mieten ist, weil das die Pfadfinder sind. Ne? So. Aber einfach, um Menschen, um so einen Punkt zu geben, so einen Haltpunkt. Weil ich merke das immer mehr, dass wirklich viele, die haben das Gefühl, die zappeln da irgendwo in der Luft rum, so als wenn sie in irgendeinem Zimmer hängen und an 20 Bindfäden. Oder an 20 Gummifäden noch mehr. Bindfäden ging ja noch, werden sie fest fixiert. Und die flattern da in der Luft rum und haben auch keinen Boden mehr unter den Füßen. Wirklich so gefühlsmäßig gesprochen. Und ich habe das Gefühl, weil ich beobachte das schon viele Jahre, dass diese Spirale sich immer schneller dreht. Und können sich diese Menschen dieses Wochenende leisten? Ja, klar. Finanziell. Klar, kostet 245 Euro. Und ich gehe mal davon aus, sag mal, weil ich habe es ja eben auch oft, sag mal, ich habe auch so meine Erfahrungen in den letzten zwei Jahren. Das ist ja nicht so, wenn du mir irgendwas sagst, dass ich einfach sage, ach nee. Ja. Sondern dass ich schon so hingucke, sagen wir eben auch so, dass ich eben auch so Erfahrungen gemacht habe. Wir haben uns ja das letzte Mal darüber unterhalten, um auf Spendenbasis was zu machen. Ich habe das also sehr oft, zumindest oft genug, jetzt gereicht, erlebt, sagen wir, dass ich zum Beispiel Spenden, auch höhere Spenden, 200 Euro oder 500 Euro, von Menschen erhalten habe, die ich so persönlich gar nicht, beziehungsweise vom Telefon her gar nicht so großartig kannte, wo ich nur einmal mit was gesprochen habe oder so. Die aber eben wussten, sag mal, wenn die, sag mal, das ist so ein gravierendes Beispiel, weil 500 Euro ist eine relativ hohe Spende, ne? Um nicht zu sagen, eine sehr hohe Spende in der Regel, ja. Also 20, 30, 40, 50 Euro oder mal 100 Euro, die das aber auch wirklich zu schätzen wussten, sagen wir, wo die auch das Geld hatten, verstehe ich auch. Wenn einer sagt, ich habe das Geld nicht, dann geht es nicht. Aber das Diplom-Ingenieur in der Schweiz, ein großes Büro und was weiß der Geier, und die Frau hatte 12 Jahre Depression, was alles kaputt gemacht hat, wo er auf dem Weg war. Ein Skype-Gespräch und die Sache war geklärt, sag ich mal. Haben sie beide nicht verstanden, haben sie einfach nur gefreut. Dann habe ich nochmal damit telefoniert, was weg. Aber die konnten es gar nicht glauben. Ne? Hip, hip, hurra, große Befreiung. So, Eiswürfel aufgelöst. Und die haben mir dann da eben sehr viel überwiesen. Dann ist noch einer in der Schweiz und so. Und dann, sag mal, weil ich dann eben auch in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht habe, ich sag mal, dass es eben Menschen gibt,
wo ich ganz genau weiß, dass ich es war, der ihnen aus der Scheiße geholfen hat. Und die, wenn sie aus der Scheiße raus waren, ich dann auf Facebook oder sonst wo gesehen habe, die machen für Hinz und Kunz und Hans und Franz machen die Werbung für irgendwelche Meiren, Keti Sachen oder irgendein Kram. Ich so, okay. Aber nicht mit einem Wort wird erwähnt, was das denn wirklich das kreative Kantenbewusstsein geholfen hat. Aha, ich habe okay. auch schon ein paar Mal erlebt, dass Leute wirklich, wo ich dann auch wirklich mehrmals mit telefoniert habe, weil es denen wirklich schlecht ging. Wenn sie sich wieder erholt hatten, die haben auch nichts überwiesen, die haben auch nichts gespendet oder so, sondern die haben dann ihre Kohle zu irgendwelchen, es gibt ja genug, sag mal, wenn du im spirituellen Bereich 300 Euro loswerden willst, dann brauchst du nicht lange suchen. Ja, brauchst du in keinem Bereich großartig anstrengen. So, und dann habe ich auch mal, da sind auch wirklich dann so Sachen dabei, wo ich dann nachher gesagt habe, ihr seid wohl bescheuert. Weil ich habe denen aus der Scheiße geholfen. Getrommelt wird im Internet für andere Sachen. Die Kohle wird woanders hingeschleppt. Ich sag mal, das sieht so aus, wo ich dann schon hellhörig geworden bin, wenn du mir sowas gesagt hast. Und da sind eben auch Vögel bei gewesen nach einem halben Jahr, wenn es denn wieder scheiße ging. Weil ich gesagt habe, wenn du das einfach so weitermachst, nur weil du dich jetzt wieder erholt hast, dann geht es im halben Jahr wieder schlecht. Die sich auf einmal wieder gemeldet haben, Roland, können wir mal wieder telefonieren. Wo ich gesagt habe, hast du nie alle auf dem Brett? Meinst du, ich bin der Mann aus dem Besenschrank oder was? Ne? So. Weil ich rede ja auch immer Klartext. Aber einige waren richtig beleidigt. Wenn ich gesagt habe, geh mal nach einer russischen Geisterhalle hin. Ich sage, da halte ich den schon. So. Ne? Ja, ja. Genau. Ja, ne? Und sag mal, das sind eben alles so Auswirkungen. Ich habe ja eben so, wie du eben mit deinen Kunden eben, keine Kunden, aber sag mal so, in dem Bereich von dir hast du ja auch deine Erfahrung gemacht, wo du weißt, mit manchen Sachen befasse ich mich nicht mehr. So. Wo du ja eben auch sagst, da habe ich keinen Bock. Das ist Verblemser der Energie. Und weil ich aber eben auf der anderen Seite schon glaube, dass in der heutigen Zeit sowas gebraucht wird, dass die Menschen wieder mit sich umgehen können. Weil jeder kennt sich mit seinem Handy, mit seinem Smartphone und allem Kram aus besser, nur mit sich selber nicht. Wie wir selber ticken. Und weil ich dann eben gedacht habe, wenn es so einen Punkt gäbe, wo so regelmäßige Treffen, sage ich einfach mal, sind, da muss ich hochtraben, Workshop oder sonst was heißen, dass die Menschen sich dann eben stabilisieren und dass das in ihrem Umfeld Auswirkungen hat. So wie das eben auch in Aalen an dem Wochenende war, die haben wahrscheinlich auch gedacht, weil die kannten ja eben, sagen wir, den Werdegang von der Mutter mit dem ganzen Kram, das sag ich mal. Also, da kommt nur jetzt aber so ein Vogel von auswärts eingeflogen. So. Und dann haben die auf einmal gemerkt, dass das schon hilfreich ist, was ich sage, für sie ganz konkret. So, nicht so wischiwaschi. Und dann hat das natürlich schon allein in dem Punkt, hat das auch Auswirkungen, sagen wir, auf andere gehabt. Nicht nur, weshalb ich ja da hingefahren bin. Und weil ich dann, wenn es so regelmäßig ist, so klar, das wäre genauso, als wenn es so ein Treffen gäbe, Internetmarketing, dann die ganzen Kunden würden zusammenwohnen. Alle 20 Kilometer um Mindelheim, jeden Samstag, das kostet 20 Euro, oder sag ich mal, oder was weiß ich, wir treffen uns hier, alle bringen ihr Laptop mit. Dann wäre das natürlich für jeden Einzelnen ein Vorteil. So. Und ich, wenn ich so einen Punkt hätte, das war immer, das würde ich auch machen. Wenn ich jetzt, und diesen Punkt habe ich auf einmal da entdeckt. Ich habe immer gedacht, es gibt solche Punkte gar nicht. Weil ich habe natürlich immer nur in Richtung von Seminarzentren oder so geguckt. Ne? Ja, ja. Von irgendwelchen Räumen in Hotels oder so. Und dann ist das von vornherein, auch wenn man das von mir aus ganz einfach hält, dann ist das sofort immer mit enormen Kosten verbunden. Auf die Idee, ich sag mal in Richtung Pfadfinder oder von mir aus CVM oder solche Einrichtungen zu kommen, bin ich gar nicht gekommen. Was ist CVM? Christliche Verein junger Menschen, das ist im Grunde genommen von den Evangelischen, die haben ja auch so Häuser. Ne? So, die sind natürlich wesentlich, die sind viel preiswerter wie eine Jugendherberge. Ne? Und weil ich schon glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann, sag mal, wenn mich einer fragen würde, das ist nicht so, dass ich mich die ganze Zeit dagegen gesträubt habe, dann glaube ich schon, dass das sehr hilfreich wäre, wenn es solche Gruppen oder sowas gäbe. Einfach so für so gegenseitige Unterstützung. Nicht Selbsthilfegruppen, sondern Entfaltungsgruppen. Ich muss mich aber erstmal wieder entsinnen, was ich überhaupt bin.
Sonst bin ich dann nur, sonst ja so wie Selbsthilfegruppen, wo sie sich alle noch gegenseitig mehr runterziehen und sagen, ja, wem geht es am schlechtesten? Mir geht es so viel schlechter. Das ist dann wahrscheinlich so, ja. Nee, sondern es müssen ja so Entfaltungsgruppen sein. Wo, und sag mal, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt in der Nähe von so einem Punkt wohnen würde, dann würde ich das ganz regelmäßig machen, weil gerade am Anfang ist es immer wichtig, das Erinnern. Im Grunde genommen erinnere ich ja nur die Menschen. Aber sagen wir auch, wenn ich mit jemandem telefoniere. Ich habe heute Morgen mit der Chrissy telefoniert noch, weil mir auf einmal was einfiel. Bevor wir um 10 Uhr oder was, um 11 Uhr sind wir angefangen, weil ich dabei ein Video zu machen, so mit diesem Gefühl der innerlichen Leere. Da fiel mir auf einmal ein, ich denke, ah, da hat er mir davon erzählt, dass er da auf einmal da gelandet ist. Weil den meisten aber nicht klar ist, dass diese innere Leere eigentlich die reine Präsenz ist. Ich denke, muss ich erst mal sagen, kann sie nicht so lange warten vor dem Video. Ich habe sie im Grunde genommen nur erinnert. Ich erinnere die Leute. Und sag mal, wenn es jetzt solche regelmäßigen Treffen gäbe, ich sag mal, der eine kommt von mir aus Münster, der eine kommt aus Osnabrück, der eine kommt hier, der eine kommt daher, dann nehmen die das ja mit. Und ich habe ja eben auch oftmals in den letzten 2 Jahren gemerkt, wenn es Menschen auf einmal wirklich besser ging, dass das Umfeld auch mal gefallen hat, ey, was ist mit denen los? Dir geht's ja gut. Das fällt ja auf heutzutage, wenn einer nicht wie so eine Miesmuschel durch die Fußgängerzone geht, sondern strahlt. Dann bist du schon mal direkt suspekt. Wahrscheinlich kommt er aus der Ballerburg. Genau. Ja, so. Und dann hätte das eben Auswirkungen. Das ist eben die Regelmäßigkeit. Das ist im Grunde genommen das Gleiche wie bei dir. Wenn ich das, sag mal, wenn du da jemanden coachst und der sagt, ja, okay, ich bleib da nachher nicht dran, dann ist er nach einem halben Jahr wieder genauso weit wie vorher auch. Schätze, ja, bei dir genau. Ja, ne? So. Wie überall anders sonst auch, ja. Und sag mal, da ist es eben, nur weil es in dem Bereich, wenn es um das eigene Leben ist, komischerweise da. Da sind die Menschen viel weniger bereit, sich auch wirklich reinzuhängen, sag ich mal, als wenn sie irgendwo einen Führerschein machen. Da weiß jeder. Ja. Klar. Ja. Da weiß jeder, muss ich 6 Wochen lang hin, das kostet dann auch ein Schweinegeld. Da muss ich neue Regeln lernen, die muss ich nicht nur lernen. Aber genau das ist es, Roland. Merkst du das? Ja. Wenn jemand 3.000 Euro für einen Führerschein ausgibt, der strengt sich an, ja, für dieses Ding haben. Ja, da kommt keiner auf. Bezweifelt es, bei einem ganzen Wochenende Preis von 245 Euro strengt sich keine alte Sau an. Ich bin das ja noch so am Austesten. Ich sehe das ja in vielen Sachen ein bisschen anders. Jetzt gerade mein Vorschlag. Probier es aus einfach. Genau. Ja, sag mal, ich weiß, wie du das meinst. Sag mal, im Grunde genommen, ich weiß, mir ist es völlig klar, wie du das meinst. Sag mal, ich sage ja vielen auch immer, pass mal auf, wenn du nicht bereit bist. Auf der linken Seite geht es um Führerschein. Da weiß jeder, kostet mich 3.000 Euro. Aber lassen wir das Geld mal weg. Weiß aber jeder, ich muss den Arsch hochheben. Ich muss neue Regeln lernen. Ich muss sie nicht nur lernen, sondern ich muss die praktisch anwenden können in der Fahrschule. Ich weiß, ich werde das erste Mal mächtig schwitzen, wenn ich in das Auto einsteige und dann wird es im Getriebe krachen. Aber keiner kommt auf die Idee, nach einer Woche zu sagen, ich höre auf. Jeder weiß, ich muss das aber machen, wenn ich den Führerschein haben will. So. Ganz genau, ja. Komischerweise, wenn es um das ganze Leben, sich im Leben wohlzufühlen, da sind die meisten Leute nicht bereit, ein Minimum von dem einzubringen, was sie für einen Führerschein selbstverständlich einbringen. Und dann, ich sage jedem dann. Ja, das müsste ja normalerweise das Hundertfache kosten. Ja klar, vor allen Dingen auch von der Bereitschaft. Da kommt auch keiner, wenn es jetzt um irgendwelche, ich sag mal, wenn es darum geht, ja, ganz einfach, wenn jetzt jemand, jemand hat, was weiß ich, ein Jahr oder 2 Jahre ist mit irgendwelchen Angsttherapien am Rumtouren. Und ich habe das, ich zeige ihn dann fühlbar, dass er das auch anders machen kann im Alltag. Ganz einfach. Was nur machen braucht. So mit den 2 Blättern, wo ich das eine Video zugemacht habe. Und der macht das dann nicht. Dann sage ich ihm, wenn du nicht bereit bist, für eine Lebensveränderung 2 Blätter auf Erde zu legen, hast du sie verdient. Das ist total einfach. Wenn jemand sagt, ich möchte ein neues Leben leben und bin bereit, genau, 4 Blätter auf Erde zu legen, ja, dann sage ich, da muss ein Olli, ich sage, ich kann den Super, dann muss ein PayPal-Konto machen. So, ja. Erzähl mir solche Geschichten hier wieder.
melden sich wieder ganz komische Menschen bei mir. Nein, so, nee, aber ich spreche so nicht drüber. So. Und aber ich sag mal von der Bereitschaft her, ne? Das ist also komisch, ich vergleiche genau, das mit dem Führerschein. Das ist genau das Gleiche, sagen wir, im Grunde genommen ist es ja bei dir das Gleiche. Sag mal, wenn jemand für einen Führerschein, dann weiß er ganz genau, muss ich 6 Wochen mindestens einkalkulieren, da muss ich theoretisch lernen, neue Regeln, muss ich anwenden können, da muss ich praktische Fahrschule machen. Und wenn ich das nicht mache, kriege ich auch keinen Führerschein. So. Und genauso bei deinem Coaching. Es ist immer das Gleiche eigentlich. Nur komischerweise sind die meisten Menschen für einen blöden Führerschein, der ja im Vergleich zum gesamten Leben echt nur ein Puzzlestück ist. Klacks, ja. Klacks. Da ist die Bereitschaft wesentlich höher, sich auch wirklich einzubringen, als wenn sie ihr ganzes Leben ändern wollen. Da wollen sie sich eine Hasenpfote umhängen und laufen direkt schon ein Wochenende machen. Und dann bringt der Briefträger das vorbei. Man kann sie ja mal probieren. Ja, sicher. Das können sie ja mal mit dem Führerschein probieren. Ja. Ja, ich habe es schon oft dann zu Leuten gesagt, ich sage, hast du schon mal ausprobiert, ob das beim Führerschein klappt? Ich sage, setz dich mal einfach hin. Ich sage, oder stell dich auf den Balkon. Ich sage, gibt es denn ein Universum? Ich sage, kannst du ruhig noch ein bisschen räuchern? Und sage, in 6 Wochen ist mein Führerschein da. Ich sage, kannst du mal ausprobieren. Das vergessen die meisten eben, das sich dann in Bewegung zu setzen in Richtung. Und sagen wir, deswegen sind ja eben solche Sachen wie mit den beiden Blättern oder so. Das ist total einfach. Muss aber machen. Und wenn jemand nicht bereit ist, 2 Blätter auf den Boden zu legen, ja, das ist so, als wenn du sagst, einer kommt zu dir, oh, die bringen mir das vorbei, ich bin aber nicht bereit, meinen Laptop einzuschalten. Dann sagst du, das ist ein kleines Problem. Weil ohne geht's nicht. So. Und das ist aber schon cool. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe das schon so oft erlebt. Ne? Das Leute sich fühlen. Ja, erzähl mal, wann ist dieser Workshop? 27. bis 29. Juli. So. Juli, okay. Ich habe mir alles, was du mir so sagst, das geht dann so nicht einfach so unter. Weil ich höre ja eben auch viele Sachen, das kreative Gottbewusstsein ist nun mal so einziges, was wirklich wirkt, was du fühlst. Nicht, weil ich es entwickelt habe, sondern weil es ein natürlicher Prozess ist. So wie Atmen funktioniert, wenn man denn atmet. So, was soll zu machen. Und dass ich ja eben auch schon oft gehört habe, sag mal, ey, das ist, du könntest für ein Gespräch viel mehr nehmen. Das weiß ich ja. So. Aber ich glaube einfach, sag mal, das hat mit meinem Blatt zu tun, mit dem Sinn. So. Weil der Sinn, der hinter meinem Blatt dahinter steckt, ist, dass es möglichst viele Menschen erreichen soll, weil ich sage, das sind so die Erfahrungen, die ich in den letzten 2 Jahren, weil ich dann praktisch gemacht habe, oder 3 Jahren, dass eben von 100 Mann, sag ich mal, mit denen ich telefoniert habe, haben es von mir aus 95 Mann so gesehen wie eine Aspirin, was gerade hilft, oder es flippt, klemmt, oder ich habe dann ein Problem. Ach so, okay. Okay, der Eiswürfel wird aufgelöst und gut ist. Und nur von mir aus 2-3%, die sagen, hey, das ist ja super, kann ich mein ganzes Leben verändern. Wenn ich mir jeden Tag das Blatt Papier hinlege und fange langsam an und bin auch bereit, wie beim Führerschein das zu machen. Und dass ich dann eben wirklich auch die wirkliche Leben verändert habe. Was man den Menschen auch ansieht oder so, das ist einfach toll. Und dann sagen wir, das macht Spaß. So, das ist einfach schön. Ne? Und mein Wunsch wäre es eben, ich sag mal, das nicht zu sagen, ja, okay, ich mache jetzt einen Wochenend-Workshop und der kostet 900 Euro. Weil es kommen auch oftmals dann Leute dahin, die haben die 900 Euro und haben Langeweile. Die sagen, ich fahre mal dahin. Ich war letztes Wochenende, war ich bei, was weiß ich, Heilzahlen auf Chinesisch. Weil Grabowoi lockt dann keinen mehr hinterm Ofen vor für solche Leute. Die sagen, die wollen was Neues. Dann ist es einfach nur Entertainment. Also wenn die ins Phantasialand fahren oder so. Ne? Das sind wir Verkehrten. Das sind die Verkehrten für eine Zukunft. Aber für mich steckt auch dahinter, sagen wir, bis 2050 wird es, wenn das so weitergeht, mehr Plastik als Fische im Meer geben. Und für jemanden, der Kinder hat und Enkelkinder, da kann ich nicht einfach sagen, ja gut, wie kann ich davon wegkommen? Ach, ich bestelle mir 2 Pizzas. Dann bin ich so satt und schlafe ein. So.
Und wenn das nicht hilft, eine Flasche Rotwein dabei. 2050 ist mir so lange, 22 Jahre. Mhm. Und weil das eben dahinter steckt, weil ich mir sage, und alles Leben kommt aus dem Meer. Das ist egal, was passiert, da könnte ich jetzt Millionen machen. Deswegen ist das trotzdem 2050 so. Und das ist für mich so viel der Sinn, der dahinter steckt. Aber der Sinn, der ist... Ich habe den Sinn jetzt absolut nicht verstanden. Sorry. Ja. Ja, etwas für die Zukunft zu tun. Okay, jetzt wird es deutlich. Ja klar, sag mal, aber eben schon nicht Perlen vor der Säue zu schmeißen. Weißt du, wie ich das meine? Und das wird wahrscheinlich nur sich rauskristallisieren lassen durch Geld. Weil das alle gewohnt sind. Ja. So wie du das eben sagst, aber da habe ich bisher noch nicht so einen richtigen Mittelweg gefunden. Ne? Und muss man auch gar keinen Mittelweg finden. Auch wenn du gerne finden würdest, einen Mittelweg. Ja, ich meine jetzt mit Mittelweg, ich merke schon, dass sich eben auch meine Punkte melden, diese ganzen Punkte. Auch das, was du mir immer gesagt hast, dass ich auch schon manchmal, dass ich so mehr am Arsch stecke. So, ich sag mal so, gerade wenn ich solche Erlebnisse wieder hatte, wo ich sind ja nicht blöd, dass das auf einmal ich gedacht habe, die Zeit hätte ich auch für andere Menschen investieren können. Das passiert natürlich nicht, wenn das ein kostenpflichtiges Angebot ist. Ja. Ne? Weil wenn das ein kostenpflichtiges Angebot ist, ganz genau, dann bin ich da nicht für verantwortlich, was die nachher machen. So, das sowieso nicht. Aber sag mal, ist von vornherein ist das eben rauskristallisiert. Ich habe den einen Tag, sag mal, auch mit jemandem, da kriege ich auch, meistens immer so über E-Mail oder über irgendwie Messenger oder über WhatsApp auf einmal so, ich bin in deinen Kanal gestolpert. Ne? Aha, ja, ja. Da kriege ich den einen Tag, ich hab mich echt geschüttelt. Ich habe gedacht, ist sie blöd? Echt, das war der erste Gedanke. Da kriege ich auch immer so über Messenger, glaube ich, oder über WhatsApp, ich kriege immer so eine Nachricht. Ja, ich habe mir Videos und so von dir angesehen, ich würde mich gerne mal mit dir unterhalten. Kannst du mich nicht mal morgen Abend anrufen, denn da habe ich nichts anderes zu tun. Echt? Ich habe es gelesen. Ich denke halt, Trilauner Pony. Ich habe sofort zurückgeschrieben, ich bin der Entertainer für Leute, die Langeweile haben. Ne? Und sowas, ich weiß nicht, in was für einer Welt manche Menschen leben. Das ist genauso, als wenn ich mal einen anrufe, Olli, können wir uns, kannst du mal morgen, wenn du aus der Tschechei wiederkommst, kannst du mal vormittags um 11 Uhr anrufen, da habe ich gerade von 11 bis 12 nichts anderes zu tun, dann kannst du mir was erzählen über deine Facebook-Strategie. Dann sagst du wahrscheinlich, wow. So. Ja, gut, solche Menschen gibt es natürlich, ganz klar. Ja. Aber die filtern sich dann dementsprechend durch den Preis ja von selber aus. Ja klar, ich habe da wirklich, ich bin mir da noch nicht so ganz im Klaren drüber. Weil ich ja eben weiß, wenn ich das jetzt wirklich kostenpflichtig mache, dann muss ich ja eine Menge bei mir verändern. Wenn ich sage, okay, von 1000 Mann oder von 500, ist ja egal, wie viele die interessiert sind, fahren 490 raus, basta, habe ich nichts mit zu tun. So. Weil ich aber eben auch in den letzten, und da bin ich so in der Zwickmühle, weil ich in den letzten 2 Jahren aber eben auch festgestellt habe, dass Menschen eben, die kein Geld hatten, dass sie sich, weil das genau die waren, die dann auch was gemacht haben. Wo ich dann aber auch nachher, nach einem Jahr auf einmal gemerkt habe, sind ja manche, wo ich dann eben auch nach einem Jahr noch so Kontakt zu habe, nicht so wie in der Anfangsphase, so lockerer. Wo ich dann auf einmal gemerkt habe, da hat sich das wirklich, ich sag mal, dass sich das auch gelohnt, wenn man das überhaupt so sagen kann, dass ich die Zeit investiert habe, wo ich immer merke, mit den Kindern oder irgendwas, dass sich da was verändert habe. Das waren aber dann eben Menschen, die das gar nicht haben. Weißt du, was ich mit denen? Ne? So. Und da bin ich also immer so wie in so einer inneren Zwickmühle. Natürlich könnte ich auch einfach so Marketing sagen, das weiß ich ja, wie das geht. Das ist die Zielgruppe. Ich sag jetzt mal, wenn das Wochenende von mir aus 1000 Euro kostet, ich sag jetzt mal, wenn eine Zahl 1000 Euro kostet, die Zielgruppe sind 10.000 Leute insgesamt, die interessiert sind. 9.900 haben das nicht. Okay, das ist meine Zielgruppe. Was? Wie viele Menschen können denn eigentlich teilnehmen da? 24. Okay, das ist ja doch eine ganze Menge. Ja, klar.
Sag mal, aber so, ich bin mir da immer noch nicht, ich bin, sag mal, ich würde gerne sowas regelmäßiger machen. Sag mal, ich muss aber jetzt erstmal so gucken mit den Pfadfindern und so, wie sich das alles so rauskristallisiert. Genau, mal, genau. Das ist ja nicht mein Gelände. Erfahrungen sammeln, ja. Ja klar, das ist ja nicht mein Gelände, ne? So, ich kann nicht einfach sagen, das Gelände gibt es, da kommen wir jeden Mittwoch dahin. Ja. Und ich habe schon bei den Terminierungen gesehen, logischerweise eben viele, da sind auch manchmal Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten oder so, dann eben aus einem kleinen Ort oder von der Schule irgendwelche oder Ehrungen oder so ein Kram. Die sind meist am Wochenende. Ich habe schon weil ich gedacht, in der Woche ist ja immer frei, in der Regel. Aber in der Woche haben eben auch viele Menschen keine Zeit. Aber ich hätte schon gerne so einen Punkt, wo das eben aus dem Internet auch wirklich noch mehr in die Welt kommt. Also nicht in die Welt, sondern in das Leben. Ne? Aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, weil ich habe eben, ich bin eben für mich nicht, ich kann, ich weiß nicht, zumindest im Moment kann ich das noch nicht so einfach zu sagen, okay, die Zielgruppe, sag mal, du machst es ja einfach. Das ist ja klar, das ist ja Business. Du sagst, okay, wer ist interessiert an Internetmarketing? Viele. So. Wer ist bereit, dafür Geld auszugeben? Dann reduziert sie das schon. Wer ist bereit, das auszugeben? Zack, dann bleiben die über. Das ist deine Zielgruppe. Der Weg ist schon klar. Dann werden auch viele Sachen leichter, wenn man das so businessmäßig macht. Aber weil ich dann eben in den letzten 2 Jahren, weil die wirklich tolle Menschen kennengelernt, ne? So. Wo ich dann auch gesehen habe, ob das mit den Kindern ist oder der Familie, so, wo das wirklich, dadurch, dass sie, ich arbeite ja nicht gerne, auf jeden Fall, dass sie mit mir telefoniert haben, dass die sich verändert haben und dann auf einmal so nach einem Jahr oder so, nach einem Vierteljahr oder nach einem halben Jahr, ich auf einmal gemerkt habe, dass so in dem Umfeld, ob das der Mann war oder die Frau oder so, wie sich das gerade an. Und ich habe zum Beispiel mit einer jetzt diese Woche, kreatives Quantenbewusstsein ist sehr praktisch. Die hat diese Woche ihren Master gemacht. Aber die habe ich aber eben kennengelernt, letztes Jahr im Sommer oder so. Auch eine ganz tolle Frau, die eben schon, die ist ja so nicht so eine, die ist zwar Studentin, hat ihren Master in Architektur gemacht, aber die hat den eigentlich erst später gemacht, sag ich. Die ist also schon lange verheiratet und die Kinder sind schon groß und alles. Und die habe ich eben ganz anders kennengelernt, so, ich kriege den Arsch nicht hoch und wie kann ich mich motivieren und solche Sachen. Und ich kenne ihn die ganze Zeit und habe ich diese Woche, dass sie eben, also mir dann eine WhatsApp, sonst habe ich kaum Kontakt zu. Ich habe einen Master. So, nee, natürlich ganz begeistert. So, dann habe ich dann kurz angerufen, kurz telefoniert. Ja, super, freue ich mich ja. Ich hätte das gedacht, wo wir letztes Jahr das erste Mal telefoniert haben. Und weil ich aber eben da auch mitbekomme, wie sich das ganze Umfeld ändert dadurch. Was also so in Richtung so experimentelle Architektur geht. Ich sag mal, war eine super Idee. War ich sofort begeistert. Und dann wurde ich das einmal hatte, weil sie ist also Architektin, war sie aber eben, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ist oder so. Ich weiß nicht, was weiß ich, 40 oder so um den Dreh oder was. Ja. Oder vielleicht auch schon 50 oder weiß nicht. Auf jeden Fall hat sie also später studiert. Und die hat also so den Gedanken gehabt, so in den ersten Gesprächen, ich sag mal, Häuser, auch die Schwingung von Häusern zu beachten. Im Grunde genommen so wie bei Feng Shui. Aha, okay. Ich war sofort dann damals bei Tomatenhäusern gelandet. So. Und wie sich das so im Laufe der Zeit immer mehr rauskristallisiert hat, weil auch ihre Masterarbeit, die müssen ja Modelle und so ein Kram da machen, wie das so in die Richtung gegangen ist, dann hat es auf einmal so, die haben ja dann so ein Gottfaser, wollte ich gerade sagen. Das war ja der andere, das war ja der Part. So ein, wie heißt das nochmal? So ein Doktorvater, so ein Professor. So ein ganz Ach so, okay. Ja, der dann die Masterarbeit betreut, einen ganz tollen Typen, der nur so experimentelle Architektur, man aber bekannter, der auch in New York und so baut. Also richtig großer, nicht irgendwie so einer, der hier, was weiß ich, eine Familiensiedlung baut in Essen oder was. Und das ist, wie das alles sich so in die Richtung entwickelt, aber auch im privaten Bereich, ne? Und weil ich mir sage, dass eben solche Menschen dann rausfallen würden, was wirklich so wie Samen sind, sag ich mal, die man irgendwo streut, ne? Und da bin ich mir eben noch nicht so ganz im Klaren. Das wäre das Gleiche, Roland. Der Gedanke wäre in etwa der gleiche, wenn der Bäcker sagen würde, ja, ich will, dass meine Semmel
an jeden kommen, weil es sind ja alles tolle Menschen. Du hast, wenn ich das so sagen darf, Roland, ja, ich weiß. Noten. Das, aber den kann man jetzt meiner Meinung nach auch auf die Schnelle nicht lösen, sondern ich glaube, da ist es bei solchen Sachen immer am sinnvollsten herzugehen und Erfahrungen zu machen. Und alles immer bei jedem Mal Step by Step ein Ticken besser machen. Und Olli, so ich sehe Weg. Ich sehe das natürlich logischerweise ein bisschen anders wie du. Weil mir das, was du gerade gesagt hast, völlig klar ist, ich brauche das nur im Quantenraum auflösen. Das mache ich ja mit den Leuten. So. Genau. Ja. Aber weil ich mir auch sage, das hat ja auch bei mir auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Ich bin eine ganze Ecke älter wie du. Ich habe eine ganz andere Einstellung zu Business wie du oder wie jemand, der 30 ist. Ja, möglich, ja. Ja. Ja, weil ich mir sage, ja gut, das ist alles schön, aber es ist nicht so wichtig. Weißt du, wie ich meine? Für mich ist das nicht so wichtig. Aber wenn jemand von deinen Kunden, die wollen alle Business machen. Ja. Und bei mir kommt es eben darauf an, ich sehe eben, dass ich mir sage, ich möchte möglichst hilfreich sein mit dem, was ich bin als Mensch, damit es eben ein bisschen besser läuft bis 2050. Und nicht unbedingt mein Sohn sagt, ich war jetzt angeln an der Nordsee, was hast du gefangen? 7 Plastikflaschen und was weiß ich was. Ja. Und sagen wir da so, das meinte ich vorhin auch mit dem Mittelweg, das so auszunivellieren. Und ich mache das erstmal so, weil mir natürlich völlig klar ist, sagen wir, wenn jetzt mehr Geld bei rumkäme, dann bin ich natürlich auch freier. Aber in dem Moment könnte ich also sagen, was weiß ich, weil ich eben auch gute in alle möglichen Städte, aber ich will eine super Tournee machen. Treffen wir uns in Montségur. Ja, da ist mir die Maut zu teuer. So. Und mit dem Zug. So. Und sagen wir dann eben, dann ist das, weil das erleichtert ja viele Sachen. Dann, was weiß ich, nach Potsdam oder was weiß ich, ja, wo ich überall Leute kenne, um da was anzuleiern. Das ist ja auch immer eine finanzielle Geschichte. Ja, klar. Ja, klar. Ne? Aber ich habe das jetzt erstmal so gesehen, sag mal, da kenne ich mich ja, wenn ich sowas merke auf einmal, wie mit diesem Gästehaus, dann reagiere ich sofort. Ich war jeder war schon mal gebucht. Ne? Weil ich fange noch nicht an zu überlegen. Zumindest nicht so, ja, wer weiß, und tralala, also nicht dieses konditionierte Denken. Schon zu sagen, oh, das wäre super. Wer weiß, wo sich das hin entwickelt. Ne? So. Und ich sehe das eben auch genauso, sagen wir, da ergeben sich auf einmal so Sachen, weil die Maya. Also mal, dann ergibt es eins das andere, genau. Weg entsteht, wenn wir vorher schon gesagt haben. Ja klar, sagen wir, aber es ergibt sich eben nicht, wenn ich darauf warte. So, ne? Und nur, sagen wir, von allen Möglichkeiten, die ich bis jetzt so ins Auge gefasst habe, auch schon, wo ich schon in Oberfranken gewohnt habe oder so, ist das mit diesem Gästehaus. Weil es muss auch passen. Vor allem muss es für mich, also ich meine, es muss für mich passen. Und sagen wir, ich. Absolut, ja, natürlich, klar. Lass das erstmal auf mich zukommen, weil sagen wir, für mich ist es wichtig, sagen wir, dass man mit kreativen Quantenbewusstsein das praktisch umsetzen kann. Dass das kein zusätzliches Vierelefantskonzept für den Kopf ist. Davon gibt es genug. Ne? So. Und dass das wirklich auch, weil das ist eben wirklich hilfreich auch für Kinder in der Schule oder solche Sachen. Ich habe das schon so oft erlebt, sag mal, wenn die ein Referat haben müssen oder was, wirklich hilfreich, weil es einfach ist. Ne? Nur ich beherzige das schon immer, was du mir erzählst. Weil ich da wird sich auf jeden Fall ein toller Weg ergeben, klar. Ja, klar. Du musst halt jetzt mal anfangen und dann weiter optimieren, sage ich immer. Fertig. Ja, klar, ich achte einfach darauf, was das Leben mir zeigt. Genau, ja. So, natürlich, ja. Weil so Hirngespinste, die kann man viel machen. Ja. Machen ja auch viele. Dann kann ich auch sagen, ich brauche nur E-Books zu verkaufen. Läuft ja schon. So. Aber es ist eben nicht so. Sagen wir, das merkst du, sagen wir, solange wir uns auch kennen, es ist einfach wichtig, auf das Leben zu hören. Mhm. Was ist absolut, ja. So. Und das stimmt eben, sag mal, das hast du, also bei dir sehe ich das ja ganz deutlich.
Ich sehe das auch bei mir, aber da bin ich viel schneller bereit, die Augen zuzumachen. So. Ich glaube, das ist aber normal, Roland, dass man manchmal einfach sagt, nein. Weil wenn ich mich so frage, sag mal, ich habe das gelernt, sag mal, ich habe früher eine Profilierung gemacht für Unternehmen, dass wenn ich mich frage, okay, was mache ich am liebsten? Am liebsten sitze ich zum Beispiel. Ich sitze sehr gerne. Ich meine aber so, sagen wir so, und dann kommt aus diesem Sitzen, aus dem Dasein. Ich meine jetzt nicht einfach, sagen wir, dass ich, dann sitze ich so, dann jetzt mit diesen Büchern, wo ich mich mit befasse, und dann kommen auf einmal so, entstehen die Videos daraus. Was ich eben sehr gerne mache, sind die Videos. Weil ich dann auch so gedacht habe, so, wenn ich jetzt, sagen wir, das richtig businessmäßig machen würde, dann bin ich eben verpflichtet. So wie du auch, du kannst nicht sagen, zu deinen Kunden, wenn du einen Termin hast. Och, ich fahre jetzt mal am Unzügiger. Deswegen bist du doch nicht verpflichtet, weiterhin Videos zu machen. Ich will doch Videos machen, das meinte ich ja. Dass ich dann das Gefühl habe, ich kann das, was ich gerne mache, für mich ist diese Grafiken, so wie heute Morgen. Wo ich glaube, auch um 11 haben wir einen Podcast, dann fiel mir auf ein, das war gestern Abend noch gar nicht geplant. Dass ich dann heute Morgen so gesessen habe beim Kaffee, ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Und dann hatte ich auf einmal so, dann fiel mir das ein mit der Chrissy, mit der Lehre und diese ganzen Sachen. Und dann so, was ich in den Büchern lege, ach, mal ein paar Grafiken. Also läuft immer, ich habe einen riesen Fundus mittlerweile von so Grafiken. Dann gucke ich da so durch, dann fällt mir hier was ein, dann mache ich die wieder in einen kleineren Ordner. Und dann mache ich die passend und dann habe ich auch mal gedacht, ach, dann mache ich bis der Olli, bis ich mit dem Olli einen Podcast mache, mache ich ein paar Videos, mache ich ein paar Grafiken für das Video. Und weil ich ja weiß, das kreative Quantenbewusstsein, das gibt es gar nicht. Heute so, wenn ich nicht so mich verhalten hätte. Also nicht so konditioniert, streng, technisches Ziele setzen und diesen ganzen Kram, das kenne ich ja. Und Motivation. Ich habe früher solche Workshops gemacht, wenn im Aktenkoffer Bilder und was weiß ich, so Quatsch da. So. Und vor allem, es muss ja mein Weg sein. So, wenn das nicht mein Weg ist, dann ist das schon mal von vornherein Quatsch. Aber ich bin da eben so offen, sag ich mal. Ja. Und nur ich bin eben nicht mehr bereit, weil ich auch schon oft genug im Leben erlebt habe, wenn ich einfach hergegangen bin und habe gesagt, okay, du hast Marketing studiert und so, du machst Technik des Ziels, du machst die einzelnen Schritte, so ein Konzept und ziehst das durch. Das kostet immer mehr Energie, wenn es nicht mein Ding ist. Ja. Das sind wir wieder bei dem, was wir, glaube ich, ganz am Anfang angesprochen haben, Zeitqualität. Das passt so nicht mehr wirklich. Nee, das geht heute nicht mehr. Sag mal, ich glaube, so in den 70er, 80er Jahren, da konnte man sowas machen. Einfach, was weiß ich, eine bestimmte Strategie ausgearbeitet, das mache ich jetzt, ziehe ich ja. Durch Wasser. Augen zu und durch jetzt. Und heute funktioniert das nicht mehr so. Erfolg einstellen, das ist heute aber nicht mehr so. Ist auch gut so. Dadurch werden solche Sachen von vornherein, die scheitern viel schneller als damals. Mhm. Und ich achte heute darauf, für mich ist eben wichtig, wenn es anstrengend ist und wenn es keinen Spaß macht, dann ist es nicht mein Ding. Das bedeutet nicht, dass ich eben manchmal, das kennst du auch, das bedeutet nicht, dass manche Sachen, wenn es so sinnlos anstrengend ist, sag ich mal, wenn es eben anstrengend ist, so wie damals meine Kinder spielen, habe ich ja so, wenn ich den ganzen Tag da im Einsatz war und war abends kaputt wie Hund, kaputt, aber glücklich. Ja. Dann ist es die richtige Anstrengung. Was ganz anderes, ja. So, wir sind schon wieder 2 Stunden am Quatschen. Ich wollte gerade sagen, Roland, ich werde langsam zappelig. Ja. Ja. Wir sind ja wieder in alle möglichen Richtungen abgedreht. Ich muss mich jetzt ja die 2 Stunden ganz ruhig verhalten, damit Zoom mitspielt. Ja, ich traue mich ja kaum zum Bewegen. Ja, das macht man sich sofort bemerken, wenn du. Also Olli, sag mal, ich brauche jetzt nur dann auf Aufzeichnung beenden gehen. Genau. Anhalten, beenden und dann läuft das. Und dann, ja, Meeting beenden. Ja. Und dann lädst dir die Aufzeichnungen, das Audio und die MP4-Datei automatisch auf deinen Rechner. Alles klar. Dann wünsche ich dir viel Spaß in der Tschechei und ich freue mich endlich. Vielen Dank.
Mir fehlen die Worte. Ich freue mich echt drauf, dein Buch, wenn das fertig ist. Ich mich auch, ja. Alles klar, dann wünsche ich dir da viel Inspiration und viel Spaß noch. Roland, das wünsche ich dir auch für deinen Workshop. Ja. Wenn ich dich da irgendwie unterstützen kann, wie gesagt, dann lass es mich wissen. Wir bleiben eh in Verbindung. Ja, sowieso, eben. Ne? Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut, Roland. Ciao.